Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen. Ich bin wieder back im Mainstream und deswegen sitze ich hier mit Evanjo. Was geht? Moin. Bro, alles gut? Hast du gut hergefunden? War es nice? Ja, oh, nett, cool. Aber wie Mainstream? Wie geht's dir? Ja, was Mainstream? Ja, dass ich generell wieder Gäste bekomme, ja klar. Achso, ja, aber ich hab schon mal deine Videos geguckt, muss ich dazu sagen. Ich habe schon gehört, dass du auch mit anderen YouTubern gedreht hast und die sind ja im Mainstream. Und so kontaktschuldmäßig gehöre ich jetzt auch dazu halt, ne? Also ja, klar, aber ich habe deine Videos schon gemacht. Hast du nicht Kontakt zu Julian Bam? Ja, genau. Ja, siehst du? Der Juba ist mega. Aber der Ju ist wirklich so ein geiler Mensch, auch privat. Mega, ich feiere den auch, deswegen guck und jetzt kläre ich mir halt den Kontakt über dich. Okay. Ist doch mega. Ja, gerne. Ja. Hier geht's halt direkt los, ne? Ich dachte, ich mache erstmal so ein Chili. Okay? Eigentlich will ich mich nur 5 Minuten bereichern, danach will ich auch rauswerfen. Ja, aber ich hab was vorbereitet hier. Guck mal, was mich schon immer richtig genervt hat an deinem Format hier so ein bisschen. Das heißt Kaffee und Kuchen, ne? Also, da ich ja Food-YouTuber bin, habe ich dir Kaffeekuchen besorgt. Damit es hier auch ein ordentliches Format ist. Ich mag tatsächlich keinen Kaffee, aber dankeschön. Ist ja scheißegal, ich auch nicht. Ich trinke auch keinen Kaffee. Aber es geht mir darum, dass er hier ist. Ja, Timo, magst du sowas wenigstens? Ja, safe. Ja, perfekt, Digga. Dann passt das für mich. Übel lecker, der ist voll legendär. Ja. Mit so Mohn und so. Das klang genauso, als ob du den probierst. Magst du sowas? Natürlich. Kaffeekuchen? Ja, das ist übergeil, das ist mit Mohn. Mit Mohn. Und der Regel ist auch noch gerne eine Glasur drüber. Ja, da ist doch auch irgendwie dann. Nein, du bleibst die Nacht wach. Da ist doch auch irgendwie ein Mohn. Macht das nicht irgendwie Kokain-Test positiv oder so? Ich weiß nicht. Nee, so viel Kokain, der ist eh immer positiv. Ach, deswegen keine Ahnung. Mohn drin ist. Soll ich mir einfach vorstellen oder so? Soll ich was sagen? Ja, klar. Die Frage ist halt, würdest du sagen, Frauen sind wie Hunde? Nein, Frauen sind wie wunderschöne Wesen. Mhm. Was soll ich eine Aussage jetzt treffen? Frauen sind toll. Ja, dann. Alter, wie schnell bist du? Hallo! Okay, hallo Freunde. Ja, dann vom Thema Frauen vielleicht zu einem erfreulicheren Thema. Ja. Du hattest ja Lymphknotenkrebs. Ja, du hast ja richtig erkundet. Ich habe sogar noch mal extra das Video tatsächlich geguckt gehabt. Du hast ja irgendwie gesagt, ne, dass du irgendwie so Husten hattest und dann warst du ja irgendwie beim Arzt, dann kam da ja die Diagnose. Ja. Wie war das so in der Zeit für dich? Das ging ja auch relativ lange, hast du gesagt. Irgendwie 8 Monate oder so Krankenhaus. Ja, ich muss mal kurz was sagen, ne? Das ist gar nicht böse gemeint. Ja, Moment, ich weiß nicht, ADS jetzt meins, ne? Du bist schon so schnell und her. So zack. Naja, die erste Frage ist ja so ein bisschen treumäßig, ne? Um irgendwie Props von Monte abzugeiern. Nein, zum Krebsding, ich muss sagen, das war sehr krass damals. Ich war 2012, bin ich an Krebs erkrankt, aber wirklich auch im letzten Stadion, also quasi so kurz vorm Tod, aber ohne es zu wissen, weil die würden ja einen jungen Typen nicht sagen, hey, du stirbst morgen. Deswegen war das damals so. Ich habe wirklich Husten gehabt, aber ich habe immer schon gehasst, zum Arzt zu gehen. Und dieser Husten hat sich immer verschlimmert und sehr lange gezogen. Und aber sonst hast du gar keine Symptome? Eigentlich nicht. Also klar, ich habe schon sehr krass abgenommen in der Zeit. Aber ich dachte, ja, okay, ich ziehe halt durch Sport durch. Ich habe das nicht eingeredet, ja, läuft ja so. Also man hat gar nicht Muskeln so wiegen ja nichts. Ja, aber man hat es aber nicht in dem Sinne gemerkt, dass es wirklich richtig schlecht ging. Der Husten war halt ständig da, aber irgendwann wurde es halt wirklich Blut spucken. So. Und dann dachte ich, okay, scheiße, jetzt muss ich halt zum Arzt. Vor allem, was heißt da 4. Stadium? War das ja nicht? Ja, so wird es immer schlimmer. Genau, heißt es nicht irgendwie auch Metastasen und so? Oder? Oh, das kann ich ja gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, 4. Stadium heißt halt bleibende Schäden für immer und ewig. So, das geht jetzt zum Beispiel heute auch noch niemals eine vollständige Lunge. Meine Lunge wird nie wieder 100% quasi haben. So. Okay, ging das auch auf die Lunge oder war das dann nur an dem Lymphknoten? Das war zwar ein Lymphknoten, aber durch die Strahlung, die ich auch nach der Chemotherapie bekommen habe, hast du auch, bei der Strahlung gehen ja auch nicht nur gute Zellen kaputt, sondern auch schlechte Zellen. Und das ist das Problem. Weißt du, ob der Krebs gutartig oder bösartig war? Wurde da mal irgendwas gesagt? Oder? Die meinten, der war gutartig quasi so. Ich glaube, bösartig wäre ich tot. Ja, aber das ist halt ja auch mit dem 4. Stadium, wie du schon sagst, ist ja so das Letzte. Also, aber du hattest sonst gar nichts, nur Husten. Ja, natürlich ging es ein bisschen schlechter, aber halt nicht so krass, wie du es dir vorstellst. Also war es jetzt nicht irgendwie so. Es gibt andere Krebskrankheiten, glaube ich, die krasser sind, wo du dann wirklich auch körperlich. Die haben mir dann einfach die Lymphknoten rausgenommen und dann hat sie eine Schäme und das war's. Man konnte die nicht mehr rausnehmen, weil die zu groß sind. Deswegen sage ich doch, man soll zur Vorsorge, sage ich mal, gehen, weil wäre ich zur Vorsorge gegangen, wäre das ja nicht so weit ausgeschritten. Ich habe es ja wirklich über 8 Monate gezogen. Ich habe nie zum Arzt gegangen. Und dadurch ging das so lange, dass der Krebs halt sich immer weiterentwickelt hat, sodass man nicht mehr operieren konnte. Und dann musste die Chemotherapie rauf und das war schon scheiße. Vor allem, weißt du, wie hoch deine Überlebenschancen waren? Die haben genau nachher gesagt 50-50 so. Achso, aber eigentlich, also fürs 4. Stadium und Krebs würde ich aber noch sagen. Krebs ist gut erkundet, also gut erforscht. Man weiß, okay. Okay, gut, also quasi Glück im Unglück. Und jetzt hast du ja gesagt, du musst 1-2 Mal im Jahr musst du nochmal zur Vorsorge irgendwie, ne? Dass nochmal gecheckt wird. Genau, Nachsorge musst du mindestens noch 10 Jahre nach. Das war jetzt 2012. Ich musste eigentlich nicht mehr, aber ich gehe gerne noch, um zu gucken. Und das Problem ist, ich hatte jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion, dann wieder irgendwie ein Jahr später wieder nicht. Und jetzt ist das so, also mir geht es eigentlich körperlich sehr, sehr gut. Ich bin nur ein bisschen fett. Ja, Sport? Machst du Sport eigentlich? Ja, doch, ich ziehe schon durch. Also viel Stepper mache ich.
Ja, sieht man nicht. Aber ich mache jetzt nicht, aber nicht in dem Sinne Muskelkrafttraining. Ein Stepper zu McDonald's wahrscheinlich. Ja, den mache ich auch. Ich hänge mir so einen Burger auf und laufe hinterher. Ich esse ja auch gut viel, muss ich auch sagen, so mäßig. Und das ist halt ein Ausgleich. Ich meine, ich könnte auch mehr wiegen. Ich wiege gerade so 100 bei 1,90. Das ist noch okay. Aber wahrscheinlich aber mehr Fett als Muskeln, wa? Ja, kann man schlecht sagen, aber bei dem, was du anhast. Boah, Digga, ich pack das Ding wieder ein. Das will hier wirklich keiner sehen. Ja, dann warst du auf jeden Fall aber 8 Monate im Krankenhaus. Du hast ja dann halt Chemo. Gab's da Momente, wo du so dachtest, so boah, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, also so aufgebenmäßig oder war es so, dass du eigentlich, dass die Chemo natürlich was macht, so dass es eigentlich okay war? Nee, ich wollte, also ich hör jetzt krass an, ich schaue so langsam raus, aber ich hatte schon sehr Smoggedanken extrem, weil das, Digga, guck dich in den Spiegel an, du bist übel fett, weil du so übel Tabletten nimmst, ja, du bist ja so super Wassereinlagung hast du, sag ich mal, und dann hast du eine Glatze, weißt du, ich weiß, es ist lustig und so, aber du gehst raus und du kannst nicht vor die Tür, das Leben war echt schon ein bisschen sinnlos. Ja, du hast ja irgendwie gesagt, dass deine Mutter hat mir irgendwie einen angemacht, ne, der da irgendwie... Ja, das war krass. Oder so. Guck mal, ich kann verstehen, ich würde auch hingucken, wenn jemand so ein fetter Glatzkopfjunge rumläuft, so, aber das war schon unangenehm, weißt du, du bist schon so am Boden und die haben gerade noch draufgetreten quasi. Das war schon scheiße, ja, safe, das war eine Kackzeit, aber... Jetzt mal um den Boden zu schließen, ist jetzt weird dann, aber eigentlich bin ich schon sehr dankbar für den Krebs, weil sonst wäre ich die Person nicht, die ich heute bin und das hat mich wirklich sehr krass abgeerdet. Würdest du sagen, dass du das Leben seitdem so bewusster wahrnimmst, oder so mehr dankbar bist bei Dingen, so was hat sich da so für dich verändert? Ich muss sagen, ein gutes Interview, gefällt mir hier. Ich muss sagen, was ist richtig gut hier, ne? Was ich zum ersten Mal. Ja, safe. Ich muss ganz ehrlich sagen, was schade so ein bisschen ist, du hast ja auch diese YouTube-Krankheit, ne? Und also war ich schon Zahn und bla und dies und das. Ne? Ich weiß, bei mir besser, auch nicht mehr so schlimm wie früher. Also bist auch mittlerweile besser geworden, so safe. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und eigentlich bin ich dankbarer und glücklicher und alles Mögliche, sage ich mal. Aber das Problem ist, dann gewöhnt sich halt jeden Zustand so ein bisschen, weißt du? Und da denkt man gar nicht mehr dran, oh, das war damals so schlimm. Aber trotzdem probiere ich es, auch wenn es jetzt ein Klischee aufhört, jeden Morgen aufzustehen und für 3 Sachen dankbar zu sein. Ja, ja gut, ich glaube, wenn man sowas durchhält, glaube ich, sieht man das halt nochmal anders, ne? Weil irgendwie der Tod, sage ich mal, ist jetzt für so gesunde Menschen halt so voll weit weg einfach, ne? Ja, das ist halt sowas, da mache ich mir 40 Jahren Gedanken drüber. Hast du Angst vom Tod? Ich kann jetzt, nö, ach Digga, es kommt einfach, wie es kommt. Krass, weil ich habe gesagt, okay, jetzt geht's besser, aber ich hatte teilweise wirklich Panikattacken, weil ich diesen Gedanken an dieses Nichts hat mich schon umgebracht, weil ich nicht so gläubig bin und vor dem Tod war ja nichts und nach dem Tod ist ja quasi vielleicht auch nichts, weiß man ja auch nicht. Ja, das ist halt das Ding, ne? So, man ist ja wie schlafen, würde ich sagen dann, ne? Ja, habe ich auch gesagt, lustigerweise. Ja. Aber eigentlich, ja. Und vielleicht gibt es ja auch was, wer weiß. Und Google und so, die entwickeln schon gerade das ewige Leben, ne? Die gucken gerade, wie die unsere Zellen retten können und so. So ein Update, ne? Da gibt es so ein Update dann auf jeden Fall. Das kriegt man allerdings nur, wenn man 1 Million Abonnenten hat. Das heißt, ich würde mich da auf jeden Fall reinhalten. Ja, ich würde noch mal kurz beim Krebsthema bleiben. Ja, gerne. Natürlich nicht das Einzige. So zum Beispiel, wie war das dann für deine Familie? So, waren die dann jeden Tag zu Besuch? Durftest du das Krankenhaus auch mal verlassen? Wie war das so? Wie sind die damit umgegangen? Also was richtig schrecklich ist, sage ich dir ehrlich, am Krebs haben, ist auch wenn es sich gut anhört, ey, Krankenhaus ist die Hölle. So. Nicht böse mal gegen die Krankenschwestern, alles mögliche, aber dieser Prozess da zu sein, ist einfach grausam. Also weil du bist mit in einem Raum mit anderen 5 Leuten, ihr teilt euch so einen kleinen Fernseher, weil nichts modern ist heutzutage. Und das Problem ist, weil ich noch in einem Alter war, wo ich quasi zu jung war, also quasi als jung noch gelten habe, aber zu alt, also zu jung war für die Erwachsenen. Ich kann mein Alter nicht sagen, deswegen beschreibe ich es gerade so ein bisschen. Ich halte mein Alter so ein bisschen geheim. war ich bei den Kindern ständig. Dann warst du mit 10-jährigen Kindern, die natürlich auch Krebs hatten, was natürlich scheiße ist, aber du kannst dir ja vorstellen, mit Kindern und du bist da irgendwie so und steckst da so drin. Also Krankenhauszeit war ganz, ganz schrecklich. Mein Vater hat Diabetes bekommen dadurch, weil er sich immer so Stress gemacht hat. Mein Vater ist ein sehr krasser Katastrophendenker und war dann jeden Tag da und dachte, oh, mein Kind wird sterben und alles. Das ist wahrscheinlich furchtbar für den Vater. Ja. Und der hat dann Diabetes dadurch bekommen, meinte er zumindest, durch den Stress, meinte der Arzt. Das ist schon scheiße, sag ich mal. Ja. Aber zum Beispiel meine Schwester war noch viel für mich da. Kann ich auch sagen, keiner kennt meine Schwester und ich nehme das auch nicht böse, aber eine Schwester zum Beispiel von mir, ich habe 4 Schwestern, die ist zum Beispiel auch nie gekommen, weil sie das zu krass für sie war quasi, der Moment. Aber so, deine Mama war dann auch wahrscheinlich halt täglich da, ja, natürlich. Fast täglich. Gab es da feste Zeiten dann einfach, wann ihr da sein durften? Ja klar, ab 20 Uhr ist glaube ich so Ruhe, dann müssen wir halt verpissen. Vor allem, wie war das, du hast ja gesagt, dass du auch auf der Kinderstation warst, hast du dann auch, sage ich mal quasi so... andere Kinder zum Beispiel so sterben sehen, dass man jetzt so gemerkt hat, so, boah, denen geht's halt jeden Tag irgendwie schlechter. Wenn man da länger ist, sieht man ja immer die gleichen Leute. Ja, hast du recht. Nein, sterben richtig nicht, ne? Ich habe komischerweise meinen ersten Tod, auch wenn es sich weird anhört. Hier Hauptbahnhof, vielleicht kennst du diese Doku über diese Station, da wo alle Track-Junkies chillen. Frankfurt Hauptbahnhof? Nein, oder hier in der Stadt? In Hamburg. So. Und das ist so eine Station, kennst du bestimmt, Timo? Da ist ein, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, nicht Hospiz, wenn das anders irgendwie, wo Leute hingehen, oben Drogen konsumieren, aber quasi sauber. Ja, so Drogenräume halt. So quasi, es gibt einen ganz Fachbegriff quasi dafür. Achso, ja. Kenn ihn gerade nicht. Mein Wohnzimmer ist genauso. Aber egal, um einmal zu sagen, das war echt krass, da bin ich dran vorbeigefahren und da lag ein Toter, das war schon Wahnsinn, der mich gerade reanimiert. Aber aufs Krankenhaus zurückzuführen, nee, habe ich jetzt nicht, aber es war schon krass zu sehen, so ein 10-Jähriger, der dann Blutkrebs hat, boah, war schon hardcore.
Aber die Kinder waren halt Kinder, halt, ne? Sehr aufdringlich, sag ich mal. Ja. Ich weiß noch, ich saß in einem Zimmer und dann hab ich so am Laptop was gemacht und du warst halt Krebs, du warst dick, du wolltest in Ruhe gelassen werden. Dann kamen mal so kleine Jungs und so, ja, kann ich auch mitspielen? Und dachte ich, bitte verpiss dich, ich hab Krebs. Der war auch, lass mich da in Ruhe. Also Krankenhauszeit war schon ja, ganz grausam. Ja, vor allem, dann ging es ja 8 Monate, danach warst du ja quasi einfach gesund, ne? Also ja, das Problem, das Blöde kam, nach 8 Monaten haben die mir gesagt, ja, du musst noch bestrahlt werden. Das war halt richtig scheiße. Weil Strahlen ist halt nochmal die, weil dann geht es dir wirklich auch körperlich richtig schlecht, wie du es dir vorstellst, weil du wirst voll gestrahlt mit solchen, ne, das ist furchtbar gewesen. Wie lange ging das dann insgesamt? Ja, das ging nur 1 Monat, aber halt dann wirklich intensiv. So also quasi diese 8 Monaten und dann nochmal 1 Monat. Ja, so quasi. Aber da war es quasi schon klar, du überlebst das, wir müssen das jetzt nur machen, damit das weg ist. Aber trotzdem war ich ja trotzdem noch übel fett, so. Ja. Hatte übelst Wassereinlagerung, hatte immer noch eine Glatze. Aber gehen die Wassereinlagerungen dann nicht weg? Doch, wenn ne, die ganz langsam aber leider. Also auch wenn du Sport machst, ist, trotzdem dauert es einfach. Ja. Wie war das dann? Da bist du ja zurück zur Schule gegangen. Ja, das war schrecklich. Also den ersten Tag, das ist, ich weiß nicht, bei dir ist, ob du so einzelne Tage in deinem Leben hast, wo du dich wirklich komplett dran erinnern kannst. Aber das ist so ein Tag, wo ich mich erinnern kann. Du musst dir vorstellen, ich habe mich 9 Monate nicht gesehen. Ich war ein komplett anderer Mensch. Ich war ja vorher sehr dünn quasi, wegen ne, Krebs. Und dann kommst du super dick zurück, super glatzig. So, ne? Super glatzig. Super, und dann, oh, es war schon ultimativ unangenehm und für alle war es auch so ein bisschen, ja okay, wie geht man jetzt in dem um so? Aber ja. An sich waren jetzt keiner richtig scheiße und gesagt, oh du Fettsack, so, klar, die wussten ja, ich hab Krebs. Aber es war schon ultra unangenehm, die Menschen wieder zu sehen. Musstest du dann die Klasse wiederholen? Du warst ja 8 Monate nicht da oder 9, oder? Nee, das ist lustigerweise, wurde mir das dann ganz verhängnis, weil ich habe nicht wiederholt, weil ich meinte, auf Leben und Tod ziehe ich das durch, weil ich ein halbes Jahr verpasst, habe quasi keine Noten bekommen. Und dann habe ich noch ein halbes Jahr durchgemacht. Mein Lehrer hat mir einfach so ja, ein paar Noten hinterhergeworfen. Muss man einfach so, klar, der hat Krebs, jetzt komm schon, irgendwas nicht durchkriegen. So. Weil du kannst halt echt nichts dagegen tun einfach. So, ja, ja, klar. Halt das war schon ganz nett. Dann hab, der hat mir dann quasi die Gymnasium-Empfehlung quasi so gegeben, dass ich aufs Gymnasium komme. Aber warst du in der 4. Nein, schon länger her. Achso, verkackt jetzt ein bisschen. Ach, komm, leck mich. Das muss jeder trotzdem. Nein, lass drin, alles gut. Das kann man ja trotzdem nicht errechnen. Vielleicht war ja schon 80, ja, gar nicht wissen. Aber egal, es geht darum, es wohl im Nachhinein zu verhängen ist, weil ich dann auf Leben und Tod durchziehen wollte. Ich hätte wiederholen sollen im Nachhinein, weil ich dann in der 11. und 12. die Klasse wieder, sogar wiederholt habe. Weil ich dann was, nicht mehr in der Schule. Hast du Abitur oder was? Ja, Abitur habe ich trotzdem noch durchgezogen irgendwann. Was, welcher Notendurchschnitt? 3,7. Das, hast du studiert oder so? Hast du irgendwie Ausbildung noch gemacht oder lief dann YouTube einfach? Nee, ich habe McDonald's studiert. Sieht man ja auch, ne? Nein. Aber ich weiß auch gar nicht, ich weiß selber gar nicht, wie alt du bist, um ehrlich zu sein. Ich kann gar nicht einschätzen. Was sagst du denn? Was schätzt du denn ein? Boah, ich würde sagen so 25 oder so. Obwohl, nee, jünger, glaube ich. 22 wird 22. Oh, ja, schon geil. 22 will ich einloggen. Ja, einloggen, ja. Gut, er ist älter. Gibt's doch bestimmt online, oder? Als ob nein, das gibt's wirklich nicht. Nein? Nee, online gibt's doch eine Wikipedia-Seite, wo ich da steht, aber wirklich nur Kacke. So, KS du hast eine eigene Wikipedia-Seite? Ich hab keine. Nein, das wäre natürlich geil. So eine, du weißt, eine YouTuber-Wiki-Seite. Ach so, ja, das okay. Die hat jeder, klar. Da gibt's ja, ein ellenlanges Ding mit meinen Anzeigen. Nee, da steht auch drin, ich bin KS-Halbbruder und sowas. Das finde ich auch ganz lustig. Stimmt das? Wir haben das lange Zeit durchgezogen, weil ich weiß nicht, ob du die Ähnlichkeit siehst. So ein bisschen. Gar nicht heutzutage. Damals sah es schon ein bisschen ähnlich aus. Und haben das viele geschrieben, hey, du bist auch Catherine Halbbruder. Und jetzt sagt das halt keiner mehr und juckt auch keinen. So. Ja. Das ist das Ding, du bist heute bekannter als K-Streak, ne? Auch krass. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, vom Gesicht her werden wir noch mehr erkennen, weil von früher, das ja, alles noch okay, gut. Ja, weil der früher Hype hatte. Aber ich meine, jetzt heute so von der Aufmerksamkeit bist du auf jeden Fall vor ihm. Kann sein, am Ende des Tages trotzdem. Wir stehen uns gut. Wir schreiben ab und zu noch. Echt? Ja, er soll auch mal Kaffee und Kuchen machen, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das würde ich sehr feiern. Ich weiß, ihr habt eure ganze Geschichte und da so. Da muss Manuel auf jeden Fall mitkommen. Das muss auf jeden Fall sein. Ich habe sogar mit Cass über dich mal geredet, als ich bei ihm war. Ich war ja mal in 2021 bei ihm und wir haben alles geredet, so quasi. Ja. Eigentlich hat er keinen Groll gegen mich gehabt, meinte er. Nee, wir haben ja auch danach irgendwann mal einen TikTok-Livestream gemacht. Also eigentlich sind wir jetzt Bros. Um genau zu sein, sind wir jetzt cool miteinander, einfach auch befreundet. Ja. So, ja. Deswegen, schreib mir Cass, oder ich schreibe dir vielleicht auch mal gucken. Ja, dann hast du Ausbildungsstudium irgendwas gemacht oder war das dann schon die Zeit, als YouTube lief? Nee, das war eine ziemlich gute Geschichte und zwar 2000. Doch, scheiße. Ich krieg das noch raus, Leute. Ich krieg das noch raus. Lass einfach drin alles. 2018 habe ich mein Abitur gemacht, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, guck mal, was macht mir Spaß im Leben? Ich weiß nicht, bei dir war noch der Schule, aber ich habe mich sehr verloren gefühlt. Also, ich werde jetzt nicht der Schule sterilisieren, so will ich jetzt kein Fass hier aufmachen. Okay, aber also 24 sage ich. 24 sage ich. Ach komm, der kann's weiter. Nein. Egal, auf jeden Fall, nach der Schulzeit dachte ich mir so, ich war schon verloren. Ich dachte mir so, ey, was mache ich denn jetzt großartig? So, weil ich mich böse, ich kann nicht viel, aber ich kann kreativ sein, meiner Meinung nach. Und dann habe ich ein Jahr YouTube gedacht, komm, ich scheiß drauf, ich ziehe jetzt ein Jahr YouTube durch. Wenn es nicht klappt, mache ich eine Ausbildung im Studium. Weil ganz ehrlich, ja, 3,7 Abi ist jetzt nicht die Welt so. Ich muss auch sagen, ja, ich bin auch nicht so schlau. So ehrlich muss ich auch sein so. Aber ich habe YouTube einfach durchgezogen, ein Jahr lang. Und lustigerweise lief auch gar nicht schlecht, sage ich mal so. Aber eines Tages hätte ich nicht von leben können. Und dann hat lustigerweise kurz einen Monat bevor ne, die Zeit, die ich mir selber gegeben habe, aufgehört, hat irgendwer auf mich reagiert. Und dadurch hat sich dann alles verändert. Hast du, du hattest früher anderen Content, oder hast du sofort schon Essensvideos gemacht? Nee, ich gemacht. Ganz da war ich mir nicht sicher. Ich habe ganz COD lange COD oder so, gemacht, ne? Dann so ein paar Reader-Videos, ein paar Fake-Pranks. Man musste alles, hat alles gemacht. So. Was war dein bester Fake-Prank, würdest du sagen? Der ging so ganz gut ab. Das war mit so einem Mädchen, mit dem ich was hatte. Und wir haben. Ui, huhu. Wie hoch ist dein Bodycount? Ja, gar nicht. Ich habe 3 Frauen höchstens.
Gleichzeitig oder? Nein. Ich habe 3 Frauen im Leben gehabt. Ach so. Und jetzt bin ich verlobt und bin super glücklich. Junge, Glückwunsch, Alter, nice. Oder auch nicht Glückwunsch, je nachdem. Ich weiß ja nicht, wie sie aussieht, ne? Super, eine wunderschöne Frau. Ja, musst du auch sagen, klar. Aber ich bin wirklich hier, diese Frau. Ja, mega, Junge, das ist die Beste. Nee, aber wo waren wir denn? Genau, wenn Ung auf mich reagiert, das hat ja alles verändert. Aber ich habe vorher COD gemacht, lief auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, wie sehr du bei Call of Duty drin warst, aber irgendwann war es gar nicht. Die Luft war raus irgendwann. Ja, okay, die Luft war irgendwann raus, weil das Spiel wurde immer schlechter. Ja, kennst du die Videos von LTA4 Games? Habe ich gefeiert. Ja, natürlich kenne ich die. Ja. Aber ich muss sagen, der war schon sehr radikal. Also, der hat's ja, aber der hat schon, gute Punkte gehabt auf jeden Fall. Ne? Aber der hat ja fast immer nur die Kampagne irgendwie auseinandergenommen. Wo ist er, wenn man ihn mal braucht? Ja, aber Kampagne spielt ja keiner. Doch. Aber ein richtiger COD-Spiel spielt online. So. Ja, aber ich habe bei COD früher immer die Kampagne gespielt. Ich habe die gefeiert. Ich bin kein COD-Spieler. Ja, wir können gerne mal ein 1-gegen-1-Battle machen. Oh, also ich habe damit gar kein Problem. COD bin ich immer noch nicht krass. Okay, da würdest du mich umbringen. Nice, Digga, klingt gut. Ja, können wir auf jeden Fall gerne machen. Verlierer muss sterben. Sehr gut. Boah, es riecht hier gerade lecker, ne? So, würde ich mal sagen. Was? Da wird irgendwas gemacht gerade in der Küche. Ich spüre das. Nein, das sind meine Füße. Ah, die waren den ganzen Tag in den Schuhen. Glaub mir, das willst du nicht riechen. Ja, dann hast du ja auf Essensvideos umgestellt. Genau. Ne? Schon damals. Wie kam das? Warum? Und richtig random. Und zwar Pokémon Go Zeit, 2016 weiß ich noch. Und ein Kollege und ich haben das wirklich zu ernst genommen. Wir haben wirklich Nächte durchgespielt. Wirklich immer bis 7 Uhr morgens. Waren auch Sommerferien. Und auf der Reeperbahn gibt es halt einen KFC. Und der hat halt natürlich, ne, wie du dir vorstellen kannst, bis 5, 6 Uhr morgens offen. Und wir sind wirklich straight jedes Mal nach Pokémon Go um 4 Uhr morgens zu KFC gegangen. Aber wirklich so 3, 4 Tage ineinander. Und YouTube war eh so ein bisschen, okay, was mache ich jetzt? Und dann meinte er plötzlich zu mir, mach doch einfach mal eine Woche KFC, wie du es jeden Tag isst, weil du es eh ja quasi schon machst. Und hab ich dann gemacht. Und dann kam das so ins Rollen. Und dann ging das Video viral und dann war so, okay, krass, Essensvideos. Und ich war immer schon so ein Fettsack von Kind auf. Und ja, und dann habe ich natürlich mal weitergemacht. Aber hat, welches Video war dann das, wo Unge drauf reagiert hat? Lustigerweise, wo ich einen Tag wie er gegessen hat, quasi. Also wie einen Unge? Tag wie Unge essen. Quasi. Also einfach Stroh, Gras, ja. Ein paar Blätter von Bäumen. Ich habe ein paar Bäume gelegt. Ja. War lecker wenigstens. Was? War lecker wenigstens. Doch. Wie viel Reichweite hattest du da, als Unge auf dich reagiert hat? Also vorher? Ich hatte 100.000 Abonnenten ungefähr. Okay, ist aber auch schon gar nicht so schlecht, ne? Ja, das Problem ist, aber sind wir mal ehrlich, Abonnenten zählen ja, waren auch damals nicht mehr so relevant. Nee, geht ja um Klicks eigentlich, ne? Ich sag mal so, ich hatte so 40.000 Klicks pro Video, was in Ordnung, sage ich mal, aber ich habe einmal die Woche hochgeladen. Das war dann im Monat, ich kann ja einfach sagen, ich habe ungefähr so 1.000 Euro verdient und das ist natürlich nicht schlecht, aber hat natürlich nicht gereicht zum Leben, sind wir mal ehrlich. Vor allem, du bist doch jeden Tag, eigentlich kannst du jeden Tag ein Essensvideo hochladen, oder nicht? Klar, will ich aber nicht, weil ich finde die Videos, die ich mache, sind ja sehr aufwendig. Zum Beispiel, das letzte Video, das ich gemacht habe, sind 48 Stunden lang Deutsche Bahn essen. Ja, das habe ich gesehen, ja. Von Hamburg nach München, zurück. Das drehst du ja nicht am Tag. Wenigstens mit dem Deutschland-Ticket? Gibt es das überhaupt noch? Nee, ja, aber das gibt es nicht mehr auf ICs-Ding. Das gibt es ja nur noch auf Regionalbahn und sowas, glaube ich. Von dann bist du von Hamburg nach München und ich bin in insgesamt 10 ICs gewesen. Das war wirklich, das Videodreh hat mich übel getötet, aber war geil. Wo hast du da geschlafen? Im Zug? Nee, ich habe ein Hotel in München gebucht. Ich wollte im Zug, aber billig zu schlafen, kannst du nicht machen. So, jetzt mal ehrlich, schlaf mal im Zug, das ist so un... Ja, ja, safe. Da wirst du sterben einfach, innerlich. Ja. Von hast du halt dann einfach, glaube ich, in so Bordrestaurants und so den meisten gut. Genau, so, genau. Also schon selber teuert. Aber ist auch schon dann relativ zeitaufwendig, ne? Weil du bist ja dann 2 Tage unterwegs, oder nicht? Jo. Also du fährst ja nach München, dann schläfst du da und am nächsten Tag fährst du irgendwann wieder zurück. Genau, so habe ich es gemacht. Und das Ding ist, was immer super open im Video war, ich musste ja ständig aussteigen, in den nächsten IC steigen, dann gucken, ob das Board bis drauf hat. Wenn nicht, muss ich ja wieder aussteigen, zum nächsten IC gehen. Das war schon sehr aufwendig. Das habe ich in dem Video gar nicht erzählt. Am Ende war es auch richtig kacke, weil ich bin ja nicht schwarz gefahren. Ich hatte so ein Flex-Ticket, ne? Und am Ende des Videos kam ein Kontrolleur. Und ich saß in der ersten Klasse, obwohl ich in der ersten Klasse sitzen darf, so sehr ehrlich muss ich sein. Weil ich dachte immer, komm, da sitzt doch keiner, setz mich mal dahin. So, weißt du, 30 Euro extra, dachte, komm schon, lass mich jetzt in Ruhe. So. Und dann war der richtig penetrant. Der war so wie der Anzeigen-Hauptmeister. Der war ein sehr krasser Eimer. Aber er hatte recht, er war nicht ohne. Der übrigens wahrscheinlich aufs Maul bekommen hat, ne? Da habe ich auch gehört. Ja. Naja. Okay, das war wieder gemein jetzt. Du weißt, was ich meine. So. Sehr gemein, das zu sagen. Auf jeden Fall meinte der Typ dann zu mir, ja, sie sitzen hier. Also, das Problem ist, weil ich ja immer umgestiegen bin in den scheiß Zügen, ne? Und in München das Ticket geholt habe, dachte er, ich sitze seit München in der ersten Klasse. Aber es war ja nicht so, ich kann hier schlechter kleinen Bruder, ich träge 48 Stunden in Deutsche Bahn, erstmal was sagt er dazu so. Und dann dachte er, ich bin seit München da, das heißt, ich hätte das ganze Ticket anzahlen müssen, also 170 Euro. Und dann meinte er so, ja komm, ich lasse dich davon. Aber nach einer langen Diskussion. Vor allem, kannst du jetzt von YouTube leben dann? Ja. Also auch also gut leben ja, oder ich, ist es ja. So, ja, man lebt halt davon? Nein, ich lebe schon gut davon. Hast du viele Placements? Mittlerweile ja, ich habe neues Management und die klären ganz gut. Junge, bei welchem bist du, weiß man das? Ich bin das Cyberdyne. Kenne ich gar nicht. Das sind super, das, ja, ich weiß nicht. Was waren die letzten 3 Placements, die sie geklärt haben? Schub. Jetzt hatte ich Eat Frieda, das ist eine Tiefkühlpizza, aber eine Restaurantqualität, die war sehr, sehr geil. Sehr einfach cool. Placement für eine Tiefkühlpizza, wie geil ist das denn? Ich habe mich auch mal gefreut. Junge, dein Management muss mich auch mal unter Vertrag nehmen, das ist also ja super. Also wirklich sehr, sehr geil. Und ich glaube, das letzte war, das war Level Up, lustigerweise, ja. Ja, okay, die kenne ich, ja. Da bist du ein bisschen kritisch, aber Nö. Zum Schneiden ist ganz geil.
Just Legends ist aber besser, ne? Grüße gehen raus an das Just Legends Team. Darf ich hier Partner werden? Ich will unbedingt das Placement haben, ja. Dann, ja, hat ja Unge, wie du gesagt hast, auf dich reagiert. Wie ging es dann weiter von den Klicks her? Der hat ja, glaube ich, sogar regelmäßig auf dich reagiert dann, oder? Ja, genau. War das nicht so? Das war voll eine kranke Zeit, weil Unge hatte, ich weiß nicht, du warst ja auch, Digga, ich kann dir auch sagen, ich kenne dich auch schon unfassbar lange, ne? Das finde ich auch ganz lustig. Warte kurz, ich muss dir echt mal Props geben, was ich richtig krass an dir finde, Tim. Ich weiß nicht, ob du selber so merkst manchmal, aber dass du zum Beispiel dieser Zeit durchgezogen hast, ne, wo du keine Monetarisierung und so hattest, war geisteskrank. Also wirklich im Nachhinein. Ja, gut, ich hatte auch keinen Plan B, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Ne? Guck mal, es geht nicht immer ums Finanzielle, aber dass du da trotzdem so durchgezogen hast und gekämpft hast, ist krass. Also wenn, falls mir jemand eine Props gegeben hat, ich gebe dir wirklich Props dafür. Ja. Ich fand das sehr, sehr stark und sehr inspirierend. Ja, danke schön. Auf jeden Fall zum Unge-Ding. Deswegen, ich muss, zum Unge-Ding wollte ich sagen, das war krass, weil Unge hat ja, ich weiß nicht, erinnerst du, 2019 war das ja überkrank Hype. Da hat ja jede Reaction eine Million Klicks. Digga, das war. Und das war noch die Zeit, wo die Leute noch rübergegangen sind. Ich weiß, heute ist anders so, aber damals, das war völlig gestört. Ich hatte, ich weiß noch, höchste Zeit, ich hatte 6 Millionen Klicks im Monat mit einem Video die Woche. Das war völlig krank. Alter Schwede. Also auf ein Video? Nein, aber im Monat. Ach so, ja. Ich weiß nicht, okay. Ich weiß, du legst ja mehr Videos hoch die Woche hoch, aber stell dir mit einem Video, das war völlig verrückt. Ja, safe. Ja. Also es war schon, wow. Ja. So. Vor allem, wie ging das dann weiter? Du bist ja sogar dann nach Madeira ausgewandert, ja, ne? Tatsächlich mal eine Zeit lang. Wieso? Wie kommt man dann darauf? Oder nur Steuern sparen oder hast du dann krass Kontakt zu Unge oder wie ist das gekommen? Also ich weiß, ich finde es schade, dass irgendwie viele YouTuber das nicht zugeben, aber na klar, Steuern sparen. So. Digga, du zahlst wie viel Steuern? Nicht mal 5% oder so? Ja, was haben die jetzt, glaube ich, abgeschafft oder so? Ja, ne? Genau, das war, glaube ich, nur, gerissen. Warum? Weiß man nicht. Ja, das habe ich nachgelesen sogar, lustigerweise. Es hat sich gar nicht gelohnt für den portugiesischen Staat, weil diese Leute kommen, also quasi die Influencer kommen auf die Insel, die treiben die Immobilien nach oben und die normalen Bürger, Portugiesen haben ja nichts davon, sondern zahlen nur noch drauf so. Ja, und, damit, okay. Und eigentlich war die Idee ja, dass die, also ich weiß gar nicht, was der Plan dahinter war, es war nicht so langzeitmäßig gedacht. Und man konnte es ja quasi irgendwo ein bisschen ausnutzen als Influencer. Ja, es hat auch Unge und so, hat das halt in Videos immer gesagt, dass sich das ja gar nicht lohnt mit den Steuern sparen. Ich habe mir auch immer gedacht, warum der da lügt, weil das kann ja auch jeder nachlesen, theoretisch, der sich damit halt befasst. Nee, aber was ich wirklich zu Unge sagen muss, ne, weil es keine Verteidigung, klar ist mein Vater, also muss ich auch nicht verteidigen, aber zu Unge muss man wirklich sagen, guck dir mal alle Influencer an, die da sind, ne? Die gehen alle zurück nach Deutschland und pendeln so, was ja auch okay ist, aber Unge bleibt da wirklich straight. Ja, du warst ja bestimmt noch bei Unge auf dem Bauernhof, ja, da den hat, oder? Das ist ja so krass. Ich war da ja auch vor 2-3 Jahren. Alter, das ist halt schon heftig. Ja, das ist halt schon ein Traum, da würde ich auch nicht mehr abhauen, sag ich dir, wie es ist. Ja, den sogar jetzt fertig fast gemacht. Jetzt so die ganzen Räume und so. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht, aber Bilder. Da musst du dich mal als geheimen Gast mitnehmen, auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal da bist. Na, ich werde nie wieder dann fliegen. Also ich werde nie mein Leben für Madeira betreten. Oh, Digga, was ist passiert, Digga? Jetzt wollen wir hier aber hören, meine Freunde. Nee, aber Breaking News. Weißt du wirklich, was im E-Mail ist? Ist doch cool, dann kann ich dir keine Ahnung. Ach, so ist das wirklich eine ewige Story. Ich probiere es kurz zu fassen, natürlich. Ja. Also nach Madeira ausgewandert. Ich sag dir, derzeit war damals mein Mindset so, vielleicht auch so eine YouTube-Zeit gehabt, wo sich wirklich alles nur um Klicks und Hype gedreht hat. Du hast wirklich so geguckt, du dachtest gar nicht rechts, links, du hast noch niemanden gehört. Und es ging nur darum, wie kriege ich den nächsten Hype, wie kriege ich am meisten Klicks und wie mache ich die kranksten Scheiße quasi. Und dann habe ich natürlich mit den Gedanken viel gespielt, man muss auch sagen, Unge ist ein echt guter Verkäufer. So, er hat ja auch recht, du bist kurz neben Deutschland, du sparst Steuern, es ist eine schöne tropische Insel, du hast immer gutes Wetter. Es sind ja viele wirklich positive Punkte, sage ich mal. Ja. Und dann hat Unge mich da schon ein bisschen überzeugt, aber nicht natürlich von mir selber, wo ich es machen, weil ich hatte auch in der Zeit irgendwie einen komischen Hass auf Deutschland. Ich so, ja, Steuern schon, blablabla. So, weißt du? Aber dann habe ich gedacht, okay, ich will es durchziehen, ich will nach Madeira. Und der Gedanke war schon da, gefasst, sage ich mal, und habe ich ein Video spontan ein bisschen geredet. Das war wirklich so ein bisschen eine spontane Idee, aber klar, im Hinterkopf war die Idee. Ich habe eine Woche Cola getrunken und habe gesagt, bei 100.000 Likes auf dem Video ziehe ich nach Madeira. Klar, das hört jetzt albern an, wenn man das sagt. Und der Gedanke war zwar da, aber ich dachte, okay, das dauert jetzt vielleicht 2-3 Monate und dann kann ich ein bisschen planen und so. Es war nach 2 Tagen erreicht. So, ne? Du hast einfach eine Woche nur Cola getrunken. Ja. Was ist das für ein Video? Ich habe eine Woche Cola getrunken, weil ich zu jedem Essen die ganze Zeit immer Cola, so quasi. Also für mich jemand, der nur Wasser und Tee so trinkt, war das schon krass. Ja, okay, keine Ahnung, aber ich habe, also bei mir gab es eine Zeit, habe ich nur so Sprite, Fanta, Cola getrunken. Ja, okay. Deswegen ist halt, warum feiern das dann so viele? Finde ich krass, also ist ja super. Ja, aber schön. Nein, das Ding ist, ich will jetzt hier mich hervorheben, die Videos leben ja auch viel von mir als Charakter und auch im Schnitt halt, nicht nur von der Videoidee, sage ich mal. Das Essen zieht ja die Leute an und ich probiere dann meiner Persönlichkeit zu glänzen, sage ich mal. Ja. Ja, mal gucken. Wenn er das hier gerade schafft, dann lass auf jeden Fall ein Like jetzt auf dieses Video da. Ja, okay, ja. Kurz zu fassen, also ne, 100.000 Likes, blablabla, und nach 2 Tagen erreicht, Digga, ich bin völlig durchgedreht, dachte mir, scheiße, was mache ich jetzt so mäßig. Hab auf Leben und Tod schnell eine Wohnung gesucht, hab eine Maklerin gefunden, ich nenne die jetzt mal Maria. Maria, bitte. Maria nennen wir sie, okay. Also, ich bin dann nach Madeira ausgewandert, ne, wirklich von heute auf morgen quasi, wirklich ohne Plan. Ich habe meine Sachen einfach in so Kartons, DL-Kartons. Warst du vorher noch bei deinen Eltern oder wo hast du schon gewohnt? Hast du eine eigene Wohnung? Nee, ich hatte so eine Airbnb-Wohnung quasi, so mäßig. Und bin nach Madeira dann ausgewandert und dann ging es halt richtig los, weil wir waren da und da kam, wie haben wir sie gerade genannt? Maria. Maria. Und Maria kam dann zu uns, sie hat die Wohnung uns gegeben, sie war eine Maklerin quasi und die hat uns völlig in die Hölle gezogen, weil die hat am Anfang so getan auf richtig broke. Sie kam mit einem schlechten Auto, musst du dir vorstellen. Also wirklich, das kann man gar nicht erzählen so. Die kam mit einem schlechten Auto
in Anführungszeichen billigen Klamotten. Weißt du, meine, sie kam sehr, in Anführungszeichen, ärmlich rüber, sage ich mal. Und hat gesagt, oh, schön, dass ihr hier seid. Und hier die Wohnung war eine sehr schöne Wohnung. Und hat sich als sehr arm ausgegeben. Und das, meine ich, ihr seid doch Erstbezug und so ein Scheiß. Und lustigerweise hat sie auch damit gepriesen, dass Ronaldos Mutter neben uns wohnt. Hat anscheinend wirklich neben uns gewohnt. Das fand ich ganz lustig. Ja? Ronaldos Mutter. Ach so. Also, wir haben lustigerweise auch, also meine Frau hat die Frau von Ronaldo gesehen, die Georgina. Also, Ronaldo war nie selber da, aber sie war da. Ja. Egal, auf jeden Fall war in dieser Wohnung. Die Wohnung war riesig und sie war schön und bla 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 bla. Aber da sich immer alles nur um Klicks und alles möglich gedreht hat, hatten wir ja nichts. Wir sind eine leere Wohnung gezogen, ohne Möbel, ohne gar nichts, eben auf Luftmatratzen geschlafen. Das war völlig grausam. Und die war viel zu groß, die Wohnung, und viel zu teuer. Ich kann ja sagen, war 2K Miete, völlig unnötig. Boah, echt, weil ich habe auch einmal geguckt, immer derer nach Wohnungen. Da zahlst du ja selbst mit, selbst für Wohnungen mit Pool oder Jacuzzi, zahlst du ja nur 1.300. Ja, du zahlst. Was hattet ihr denn? Die war 6 Zimmer oder so, mit übelkranken, es war eine richtig kranke Wohnung eigentlich, mit richtig geilem Blick aufs Meer und alles Mögliche. Weil ich mir im Kopf mir irgendwie ausgemalt habe, ja, du musst was Geiles jetzt holen, du musst was Krasses machen. Es war so Quatsch alles im Nachhinein. Aber ja, mit wem bist du denn gezogen? Meine Frau natürlich. Achso. Also sie hat den Job gekündigt, ist mitgekommen dann quasi. Ja, auch geil. Ja, ja. Aber es ging ja finanziell schon, sage ich mal, und meine Freundin hat mir schon viel Kamerafrau gemacht und viel im Hintergrund. Meine Rechtschreibung ist auch furchtbar, da macht sie auch extrem viel. Ja. Und dann sind wir ausgewandert, sind da gewesen und es kam ein Problem nach dem anderen. Zum Beispiel die Wohnung war halt übel Schrott. Also das war schön, aber das war kaputt, hier war kaputt. Und da habe ich irgendwann die Maklerin immer wieder geschrieben, hey, das ist Schrott, könnt ihr vielleicht das machen, weil du zahlst ja den Vollpreis für die Miete, aber ist es wirklich viel Schrott gewesen. Badewanne kaputt, oben Riss, Kühlschrank kaputt, die Sachen verfaulen, alles. Es war halt schon scheiße so. Und irgendwann kam sie eines Tages dann nach über 3 Wochen zu uns, plötzlich mit so einem fetten Typen. Sie kam mit einer Gucci-Tasche plötzlich, mit einem krassen Auto vorgefahren. Ich weiß nicht, was da abgegangen ist. Und kam hoch mit so einem fetten Typen und der meinte ganz weird so. Nee, sorry, ich muss vorgreifen, tut mir leid. Einen Tag vorher kam Handwerker. Ne? Der konnte kein Deutsch oder Englisch. Und er kam in die Wohnung rein und meinte, ich repariere jetzt alles so quasi. Meinten wir, ja, okay, mach mal. Bin ins Schlafzimmer gegangen und der hat repariert. Halbe Stunde später ist er dann weggegangen. Jetzt kommt der Clou, die kam am nächsten Tag dann zu uns. Plötzlich zeigt er mir so die Fotos. Dieser Handwerker hat so heimlich Fotos von der Wohnung gemacht. Von unserer schmutzigen Wäsche, von unseren Pfandflaschen, von unserem Kram. Natürlich super illegal, natürlich alles. Ist uns schon klar, ne? Völlig weird. Der hält von deiner Freundin das Höschen quasi so fotografiert. So. Und dann meint er, ja, ihr müsst aus der Wohnung raus, weil ihr so schmutzig seid. Das gefällt dem Vermieter nicht und sowas. Und wurde uns auch wirklich, ich dachte mir, was ist denn hier los? Jetzt kommt aber der Clou. Wir haben geredet. Ich meinte dann quasi, was laberst du für eine Scheiße? So. Und dann, was willst du jetzt von mir? Willst du mich rauswerfen wegen Pfandflaschen oder was? Und plötzlich. Ich weiß nicht warum, ich hatte kurz einen arroganten Moment in dem Moment und meinte dann so, weißt du was, ich kann die Wohnung auch kaufen. Ja, warte, das war richtig albern, ich konnte sie nicht kaufen, ich hatte jedes Geld. Und plötzlich, dieser nette Mann zieht plötzlich aus dem Nichts so aus seinem Arsch so einen Kaufvertrag, legt ihn auf den Tisch und sagt, ja, du kannst dich auch gerne jetzt kaufen, wenn du möchtest. Also ging's in diesem ganzen Scheiß. Junge, komplett nur, hab's genommen. Ach, kaufen, ach so, nein. Nein, also war das Gespräch. Ich meine streichen. Nein, nein, aber das, im Nachhinein war das ganze Gespräch, was er aufgebaut hat, wo er mich rauswerfen wollte, nur darum, mir die Wohnung anzudrehen. Ja. Anstatt mich einfach ganz normal zu fragen. Wie teuer war die? Die wollten 500.000 ungefähr. Oh, ja, ordentlich, Digga. Und das natürlich gemacht, nur natürlich, dass ich verschulde für immer. Nein. Ja, jetzt wärst du ja wieder ein Deutscher, hättest du ja abhauen können einfach. Ne? Nein. Und das war halt schon ein harter, ne, Stich ins Herz, sag ich mal, weil, was, Digga, du, das war richtig scheiße. Wir haben die aus dem Haus dann gejagt, Anwalt eingeschaltet, alles mögliche, dann haben wir halt die Fresse gehalten. Aber also, ihr durftet da weiter wohnen wenigstens. Wie bitte? Also, ihr durftet da weiter wohnen. Natürlich, weil das ja völlig fake war. Also, der Typ, der fette Typ war ja auch gar nicht der Vermieter, der es nur ausgegeben hat. Der war nicht mal der echte Vermieter. Wir haben den echten Vermieter dann aufgefunden und der meinte auch so, echt, du, mir völlig leid, dass so ein Scheiß bei euch passiert ist. Ja. Aber was mir dann das Genick über Madeira gebrochen hat, nicht nur allgemein, dass die Insel foodmäßig ja nicht viel zu bieten hat. Du warst ja auch schon da. Das ist eine Insel. Ja, du kannst ein bisschen essen, ein bisschen Spaß haben, Urlaub machen, aber das kannst ja nicht. Also, da gibt es ja 7 Spots höchstens, da bist du ja irgendwann durch. Und was mir Genick gebrochen hat, wenn du Steuern sparen willst in Madeira, brauchst du ein gewisses Dokument. Das heißt, ein Dokument brauchst du. Ich habe den Namen gerade vergessen. NHA oder so heißt das. Du brauchst ein Dokument, damit kannst du Steuern sparen, über 10 Jahre dann. Und das Steuerbüro, wo ich das gemacht habe, die haben das nie gemacht für mich. Und das, also, du hast nur 1 Jahr Zeit, das zu machen. Und da sie es nie für mich gemacht haben, musste ich dann den normalen Steuersatz wie in Deutschland zahlen. Und das war dann over. So, dann war vorbei. Und das hat mich schon damals mich sehr gefickt. Ich war richtig fertig. Dann bist du nach 1 Jahr wieder zurückgezogen oder wie lange wart ihr da? Ja, so ungefähr so. Dann sind wir zurückgezogen. Und zu den Eltern halt, ne? Und bis jetzt finden wir keine Wohnung. Ah, das ist der Grund, der findet einfach keine Wohnung, weil du weißt, du verdienst doch dann wahrscheinlich auch nicht so schlecht, gerade wenn du sagst, dass du auch gut Placements hast und so. Ja, aber das ich sehe schon jünger aus, du hast mich auch jünger eingeschätzt, sag ich mal. Und dazu kommt noch, ich selbstständig kann immer scheiße. Und aber ich weiß nicht, gut, du machst das ja schon echt lange, ne? Also ich hatte auch am Anfang bei der Selbstständigkeit, bei den ersten Wohnungen war das auch ein Problem, aber wenn du es halt über Jahre machst ja, aber jetzt ist ja das und Problem, dann die Steuerbescheide auch da gut auf jeden Fall was weggedrückt hast oder so, dann eigentlich geht's. Ja, aber das, ja, ich sag, weil ich aber wieder jetzt nach Deutschland gezogen bin, habe ich noch nicht mal einen richtigen Steuerbescheid, weil das ist ja nicht mal 2 Jahre her. Also ich habe nur ein Schreiben von meiner Steuerberaterin bekommen. Ach, Digga, oder willst du wieder was zu Großes? Es müssen keine 6 Zimmer sein. Das hast nein, du jetzt gelernt, nein, ne? Das habe ich gelernt. Das ist Quatsch. Ich muss auch sagen, allgemein damals war es Quatsch. Oder einfach ein Haus kaufen, Kredit aufnehmen. Das kann ich dir auch erzählen. Wir wollten Kredit aufnehmen. Wir waren noch kurz vor eine Wohnung zu kaufen. Also, ne, für es war 200.000 war das. In Hamburg, in Innenstadt, war echt super billig und super schön. Aber wir haben kurz vor den Vertrag zu schreiben und dann haben wir bei der Bank angerufen und die meinten, du kriegst keinen Kredit von uns, weil du musst in Deutschland 3 Jahre
am Stück selbstständig sein. Und da ich jetzt zurückgezogen bin aus Madeira, kriege ich keinen Kredit. Weil ich kreditunwürdig quasi da bin. Können wir da noch reden? Ich kläre dir das, Digga. Verspreche ich dir. Ja, aber zum Großen und Ganzen möchte ich aber abschließend sagen zu Madeira, ich habe mich da schon selbst hart gebumst. Klar, die haben mich auch gebumst, Steuerbüro, aber ich hätte auch mehr hinterher sein können. Es war ja nicht nur deren Schuld. Weil was ging da so dann den ganzen Tag? Also hattest du da viel Kontakt mit anderen YouTubern oder warst du dann ja, eher da? Ach, du weißt ganz genau, wie es ist. Natürlich alles mit den Scheinen so. Klar, mit Ungarn haben wir es gut verstanden. Am Ende des Tages war, man sieht sich mal und mal, ist ganz nett. Am Ende des Tages bist du in. Ja, weil da haben ja echt viele gewohnt auf jeden Fall. Ja, ne? Also, auch alle. Ich war ja der einzige YouTuber quasi. Ja, ich war da ja nur zweimal halt zu Besuch. Ne? Wir waren ja auch nicht nur bei Unge, sondern haben da ja auch Orange Morange Scrooge und so getroffen. Mhm. Deswegen, ja, Mike gesagt, auch eigentlich so, ja, man trifft sich halt mal. Aber klar, es gibt jetzt so eine Gruppe irgendwie von Unge, der mit 2-3 Leuten da öfter mal chillt oder so. Ja. Aber anscheinend die meisten haben ja dann irgendwie für sich alleine irgendwie da rumgehangen, hatte ich so das Gefühl. Oder das sind so die Erzählungen, die ich mitbekomme. Bei dir mit den Food-Videos, da bist du ja theoretisch schon mehr unterwegs auf jeden Fall. Ja, ja, safe. Die ganze Zeit quasi schon sehr extrem viel. Ja, aber als du dann da alle, also war dann der Grund, dass ihr wieder zurückgezogen seid, dann nur die Steuern oder auch, weil du gesagt hast, so, ey, da geht halt essensmäßig auch echt wenig? Nee, weiß ich auch. Aber was ich wirklich gelernt habe in der Zeit, guck mal, ja, heutzutage bin ich eine sehr gute Steuerberaterin, die mir auch wirklich gute Tipps gibt, sage ich mal so, dass ich auch nicht so extrem viel Steuern zahle. Also, man kann es gut ausgleichen. Also Steuerhinterziehung. Ein bisschen. Nein, nein, am Ende des Tages ist alles normal. Zu spät. FBI. Nee, aber ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, ob du den Satz jetzt albern findest, aber ich habe wirklich Deutschland richtig krass lieben gelernt. Ich habe wirklich gelernt, ich lebe in Hamburg mein Leben lang und ich liebe jede einzelne Scheißstraße hier und ich will hier leben. Und Madeira ist zwar nett, aber ich habe mich da nie zu Hause gefühlt. Und ganz ehrlich, dann zahle ich mir dumm und dämlich an Steuern und habe dafür meine Heimat. Anstatt auf einer Insel zu sitzen, wo ich mich wohlfühle. Weil hattest du in der Zeit wenigstens Portugiesisch gelernt? Oder? Ja, ein bisschen hier. Sag mal. Obrigado und gutes. Ja. Nein, ist dann, also wer da, also guck mal, ich will nicht so ein Arsch sein und die anderen Streamer jetzt irgendwie fertig machen, aber nach Madeira ziehst du natürlich hauptsächlich wegen Steuern. Klar, nee, ich muss echt sagen, Unge muss echt aber sagen, der liebt das wirklich. Aber der hat auch wirklich, glaube ich, in Deutschland furchtbare Erfahrungen gemacht. Hier mit seinem, dieses in Köln, was er alles durchgemacht hat und so. Ja, vor allem mit den Zuschauern und so. Ne? Unge hatte ja echt einen krassen Hype. Wenn dann die ganze Zeit Leute irgendwie vor deinem Büro oder vor deinem Haus stehen oder so, kann ich schon verstehen auf jeden Fall, dass man auswandert. Ja. Jetzt ist der ja echt irgendwo da im Nichts und so. Ne? Aber das ist schon echt auf jeden Fall sehr krass. Du hattest ja aber vorhin auf jeden Fall erwähnt, dass du zu Unge nie wieder fahren wirst. Nicht wegen, aber nicht wegen Unge. Nein, auch nicht persönlich Unge. Unge hat nichts damit zu tun. Ich möchte nicht mehr auf die Insel einfach, weil die Insel furchtbar für mich war. Also, weil die Erfahrung ja schrecklich war, die ich da gemacht habe. Ach so, ich dachte, du hast Beef mit Unge, schade. Nein. Ja, ist langweilig. Dann können wir das Interview jetzt auch abbrechen eigentlich. Also ich dachte, wir kriegen noch irgendwas raus. Ja, gibt's nicht für dich, sorry. Nein, alles entspannt. Man schreibt ab und zu, aber ich finde, Lügner Kontakt ist auch nicht mehr krass. Er macht ja auch nicht mehr wirklich viel und er ist halt so weit entfernt, du kennst das doch, der Kontakt verläuft ja, der hat auch ausgesorgt auf jeden Fall. Ne? Aber weiß ich, lädt der noch Videos zu seinem Bauernhof da hoch? Das kam da an schon sehr lange nichts mehr, aber zuletzt kam vor 2 Wochen eine Reaction, also er ist nicht komplett unaktiv. Okay, die muss ich mir mal angucken, weil ich war da ja nur am Anfang, ne? Da gab es ja kaum noch was. Da fand ich schon krass, aber dieser Turnhalle da, ja, der wollte ja irgendwie so Container irgendwie hinbauen, damit da irgendwie YouTube-Kollegen und sowas schlafen können. Ja. Ja, da muss ich auf jeden Fall mit meinem Sohn hin, Digga. Wie krank ist das einfach, ein Bauernhof. Ey, das ist doch krass, dass du einen Sohn hast. Ja. Ja, bist ja auch nicht mehr weit entfernt, war, wenn ihr auch Zeit vor der Tür steht. Nein, wir wollen nie Kinder haben. Ach so, also beide nicht, oder? Nee, das finde ich auch gut, dass ich auch keins will. Ich weiß, du bist voller Kinderfreund und denkst, geil, Kids und so, aber ich muss sagen, ich finde Kinder schrecklich. So, und ich muss auch sagen, es hört jetzt sehr dramatisch an, aber will ich wirklich ein Kind in diese Welt setzen? So, das Kind wird keine schönen Zeiten erleben. Dann... Ja, machst du ja auf jeden Fall Essensvideos. Du hast ja gesagt, du bist ja quasi nur dazu gekommen durch dieses KFC-Ding. Ja, genau. Und dann hast du dieses eine Video gemacht und es kam so gut an, dass du gesagt hast, so, ey, das ist jetzt einfach mein Content. Ja, also, nee, das wäre übertrieben gesagt. Es war 2017 so. Also, ein Stück merke ich gerade. Boah, das sind 8, 6 Aber Jahre. Seitdem auch immer nur ein Video pro Woche. Nee, dann kam auch dazwischen irgendwie Videos, so FAQs und nach dem Abi kam, habe ich meine Richtung mehr gefunden mit Komplett. Also ich habe auch Fitness noch ein bisschen durchgezogen. Ich habe dann irgendwie 50 Kilo abgenommen. Boss-Transformation habe ich gemacht. Also wirklich? Echt? 3 Monate? Ich habe mir einen Kollegas geholt, wirklich jetzt. Sogar richtig Vollpreis. Nicht mal so auf eBay illegal oder so. So richtig Vollpreis habe ich geholt, um den Boss zu unterstützen. Nein, aber und dann habe ich irgendwann Fitness wirklich 2018, Fitness. Dann habe ich Food-Videos wirklich 2018 einfach jede Woche ein Video gemacht und probiert auch wirklich aufwendig zu machen. Ne? Also wirklich jetzt mit richtig viel Liebe und Herz reinzustecken. Aber das war, also du hast dann dein Abi gemacht und währenddessen schon YouTube. Warst du das schon erfolgreich, während du noch in der Schule warst? Oder? Ich weiß, du willst wahrscheinlich darauf anspielen, ob die Leute mich angesprochen haben. Ja, so. Ja, zum Beispiel. Also ich war, was heißt erfolgreich, ich hatte so 40.000 Abonnenten, sage ich mal. Aber das war ja egal. Ne? Das war ja, oh, der macht YouTube. Und der unangenehmste Moment war, ich bin mal die Treppe hochgegangen und alle wussten, dass ich YouTube mache, weil ich anscheinend an dem Tag rumgesprochen habe, ich wusste das nicht. Und da habe ich alle angeguckt. Das war schon irgendwie ein komischer Moment. Ja, aber so krass, dass jetzt, weiß ich, die Leute, da, also sag ich mal, dafür, also jetzt sich fertig gemacht haben. Nein, die Hänsel wurde jetzt nicht, aber die haben zum Beispiel meine Videos schon abgespielt und so. Aber ich weiß nicht, bei dir ist, aber ich dachte, ich war ja stolz auf meine Arbeit. Also quasi. Na gut, das Ding ist, als ich noch zur Schule gegangen bin, waren meine Videos halt der letzte Rotz, weißt du, das ist nochmal schwierig. Ja, ich hab die gesehen. Ja, du. nein, das war ja 2012, 2013, so, weißt du. Ja, aber ich war noch viel, viel älter. Nein, ich war, glaube ich, 2014 bei dir am Start.
Ja gut, da waren die Videos, da habt ihr ja wenigstens schon ein Konzept und so weiter, aber vorher waren das so random, echt Kack-Videos, wirklich. Ja, also, wo du Facebook und so gehatet hast, das ist ja Wahnsinn. Ja, das war nochmal davor, auf jeden Fall, auch qualitätstechnisch und so. Ja, aber guck mal, guck mal, wie du dich entwickelt hast, ist ja geisteskrank. Ja, ja, das ist schon safe, klar, wäre aber auch peinlich, wenn ich in 10 Jahren mich da nicht, nicht ein bisschen was besser gemacht hätte. Dann, ja gut, ich kenne jetzt natürlich nicht alle Videos, die du gemacht hast, was war so das Teuerste, was du in deinen Videos gegessen hast? Also gibt es irgendwas, wo du auch mal was Teures... Ja, natürlich, also, ich habe schon extrem teure Videos gedreht, aber das Teuerste ist, glaube ich, die teuerste Pizza auf der Welt habe ich gegessen. Okay, warte, lass mich raten. Ja, gut, ist mal New York, kann ich jetzt schon mal sagen. Okay, dann weiß ich nicht. 1200. 2100 Dollar. Boah, da war Gänseleber drauf, extrem viel Kaviar. Dann, was ich ein bisschen schade finde, dass sie viel mit Gold strecken. Weil Gold ist an sich ja kein Geschmack, ist ja einfach nur zur Verschönerung da, zu der Optik, aber Gold ist halt viel wert. Ne? Und dann kannst du den Preis aufpushen. Und dann du scheißt das einfach aus dann. Quasi, ja. Eigentlich. Aber ich muss sagen, die Pizza war überraschend. Aber klug, du könntest ja dann in so eine Pfanne scheißen oder so und dieses Gold rausfischen eigentlich. Ach, der ist ja gut. Aber nein, meine Scheiße war nicht Gold, muss ich auch so sagen. Aber es war... Extra nochmal geguckt. Ich bin reich. Ah, doch nicht. Na, doch nicht. Da kann ich aber sagen, die teuerste Pizza Deutschlands ist besser. Die kostet 99 Euro. Die ist in Sylt. Und die ist geil, aber da ist kein Gold drauf, aber wirklich so krass. Warst du in Sylt während dem Deutschland-Ticket oder wann warst du da? Boah. Von 2022, ich glaube nicht, nee. Boah, danach. Auto gefahren. Boah, Glück gehabt auf jeden Fall. Ja, ja. Da war noch diese, ja, da stimmt, da ging es ja voll ab. Ja, stimmt. Ja. Aber Sylt ist krass, da wurde mir mal das Fischbrot geklaut von seiner Möwe. Also wirklich so gestern kam so, ja, bei mir als Kind, wo wir Klassenfahrt gemacht haben, ähnlich, auch irgendwie in Nordsee oder so, auch weg, das Brötchen einfach. Ja, dann, ja zudem, also, sag ich mir zum Beispiel Gänseleber und so, isst du wirklich alles auch so querbeet oder hast du jetzt irgendwelche Sachen? Ich esse zum Beispiel keinen Fisch. Ich hasse Tomaten extrem. Ja, das habe ich schon mitbekommen auf jeden Fall. Nee, ich bin so ein Mensch, ich will einfach mal alles probieren. Einfach mal testen, gucken, ja klar, keine Kacke jetzt so, aber... Ja, so, ja, oh Gott, sag ich das jetzt. Das Erste, was einem einfällt. Ja, aber ich habe schon gesagt... keine Kacke jetzt oder so. Nein, aber... Urin oder was? Nee, aber nein, das kann ich auf Kamera sagen, von deiner Freundin jetzt so, Digga. Boah, Leute, jetzt sind wir, Alter. Nee, aber jeder hat schon mal seinen Sperma so ein bisschen probiert. Ja, klar. Aber nein, ich habe schon wirklich extrem viel Müll, sag ich mal. Was ist Müll, aber auch geilen Scheiß gegessen. Also zwischen wirklich richtig Müll, aber richtig guten Scheiß. Aber dadurch kannst du, da ich ja keine Kochausbildung und sonst was habe, ne, probiere ich ja trotzdem mein Fachwissen, sag ich mal, irgendwo herzuholen. Und das kriege ich dann durch, dass ich viel probiere. Ja, aber das ist ja nämlich auch eine Frage. So, gehst du dann auch oft essen, einfach so, wenn du jetzt kein Video drehst, oder kocht ihr dann zu Hause und kochst du? Ja, ich muss sagen, lustig, dass du es fragst, weil derzeit möchte ich viel mehr kochen jetzt, weil ich glaube, das könnte sogar noch einen Aspekt mehr reinbringen, dass du noch mehr Ahnung vom Essen quasi hast. Also das, was du erzählst, ist dann noch mehr wert, so gesagt. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich regelmäßig koche. Ich probiere es aber in nächster Zeit. Wir bestellen auch viel, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, aber ich gehe auch schon öfter mal essen. Also Dates meiner Freundin einfach, sage ich mal, aber ja, dann für uns privat so. Was heißt dann bestellen, sowas wie Döner einfach, oder? Nein, ich bestelle Döner. Hast du jemals einen Döner bestellt? Das macht man echt nicht, heute, Digga. Erst. Nein. Na klar. Döner bestellt ich mir ja nie geil. Ja, aber in Braunschweig kann man das machen. Ja, Braunschweig hat die besten Döner der Welt. Das glaube ich ganz sicher nicht. Da musst du mal Essensvideo in Braunschweig drehen anscheinend. Nee, aber ich kann dir sagen, doch, halt indisch halt, ne, griechisch. Ich probiere jede Küche quasi, auch privat so. Ja gut, weil eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel auch so, ob du dann auf Ernährung achtest. Weil gerade wenn man halt so viel bestellt oder auf diese Videos macht, dann muss man ja übertreiben. Wie jetzt zum Beispiel dieses 48 Stunden in der Deutschen Bahn essen, ist ja wahrscheinlich von den Nährstoffen nicht so das Beste, was man kriegen kann. Oder eine Woche KFC essen oder sowas. Ne? Ja, aber auch das fickt ja dein Körper auf lange Zeit halt schon. Achtest du da drauf? Viel Gemüse, Mineralien, Aminosäuren. Oder ist das so, dass du dann einen Fick drauf gibst? Ich sag dir, in der Corona-Zeit habe ich einen richtigen Fick drauf gegeben, habe ich auch 10 Kilo zugenommen. Also das war wirklich krass. Da war ich aber 90. Jetzt habe ich die 100, die gehen ja weg. Aber mittlerweile probiere ich wirklich einen Ausgleich zu haben. Also sprich, bei Videos wirklich, ne, ich drehe durch und sage, ey, komm, weißt du was, ich klatsche alles ins Video, damit auch die Leute wirklich diese alles kriegen quasi. Aber dann den Rest der Woche probiere ich wirklich dann auch einfach gut zu ernähren. Klar gibt es mal hier und da ein bisschen Scheiße, aber grundlegend probiere ich es wirklich auszulassen. Was ist dein lieblingsgesundes Gericht? Derzeit wirklich, ich mache eine Banane, smash ich ein bisschen, ne? Da mache ich Haferflocken rein, ein bisschen Backpapier, Chiasamen, Leinsamen und haue es in den Ofen. Ich hungere, das ist ein geiles Frühstück. Ja, dann hast du ja gesagt, du kannst ja so ein bisschen kochen, ne? Was würdest du aus Spaghetti und Spinat kochen? Ja, Spaghetti und Spinat. Ja, richtige Antwort. Dann eine Sache, die du mir geschrieben hast, ist, dass du eine Goldkarte von McDonald's hast. Oh, warte, habe ich dabei? Bitte, habe ich noch hier drin. Okay, die ziehen wir ab. Ja, ich habe sie dabei. Oh, Digga, die sind aber schon gut misshandelt aus, aber tut mir leid, McDonald's. Die ist meine Goldcard. Ah, schade. Ach, Quatsch. Doch, ich glaube. Komm, laber mich jetzt nicht voll. Guck doch mein Video gerne. Die habe ich von McDonald's bekommen. Auf keinen Fall, du kriegst keinen Klick von mir. Nein, also ich wirklich, die habe ich von McDonald's bekommen. Die ist jetzt mit zerknittert. Also die echte ist in der App, ne? Zeig. Achso, ist abgelaufen schon. Es ging nur einen Monat. Ich verarsche dich wirklich nicht. Du kannst ja wirklich YouTube gucken. Digga, das ist ja wirklich, also komm. Die habe ich jetzt ein bisschen schlecht behandelt, wirklich jetzt. Also ich verarsche gerade nicht. Nein, es geht mir nicht um das Zerknitter, Digga, weil als ob das die Goldkarte ist. Nein, das Ding ist, diese Kreditkarte von Kanzlerbot, die du wahrscheinlich im Kopf hast, ja, wurde genau abgeschafft.
Weil McDonald's hat, also du musst vorstellen, wenn du eine Goldcard hast, darfst du ein Menü am Tag essen. Ja. So. Das Problem war aber, der kleine Card, die Tanzverbot hatte, nicht je, McDonald's ist ja ein Franchise. Das heißt, Tanzverbot geht zu einem random McDonald's und die checken das nicht. Da muss das mit dem Chef telefoniert werden und alles mögliche. McDonald's hat keinen Bock mehr auf die ganze Kacke. Also haben sie eine App bei mir gemacht, dass ich dann ein Menü bei einem bestimmten McDonald's kriege, sodass nur auf denen quasi ist und alles digital ist. Die ist nur symbolisch für Videos, haben sie mir die gegeben. Ach so. Wie hast du die bekommen? Alles hat angefangen damit, ich habe 10 Tage das McDonald's Monopoly getestet. Ne, ich will gucken, ob ich gewinne. Und ich habe 10 Tage das durchgezogen und das Video ging super viral. Irgendwie 900.000 Klicks, geisteskrank so. Und McDonald's hat dann kommentiert, ey, wir laden dich ein auf eine Überraschung. Und die haben es dann wirklich durchgezogen. Und dann war ich im Januar jetzt, also jetzt dieses Jahr, bei McDonald's, habe die neuen Burger getestet und dachte dann, okay, das war's. Und plötzlich aus dem Nichts haben sie die rausgezogen. Haben gesagt, ey, weil du hast es dir verdient und bla bla bla. Und da waren die neuen Burger gut? Ja, die haben gehst du oft zu McDonald's oder hast du die Karte oft benutzt? Ja, ich fast schon sehr oft, auf jeden Fall, jeden 2. Tag. Und dann immer schön Big Mac-Menü mit einer Cola? Ja, schon, aber ich habe viel Content halt gemacht. Ja. Sag ich mal, natürlich. Aber das ist ja dann, weiß ich, dann ist immer irgendwie schwierig, dann auch auf Ernährung zu achten, oder? Wenn man dann irgendwie so eine Goldkarte hat, dann ist ja schon, man will das ja auch irgendwie nutzen. Natürlich, natürlich, ja klar. Das Ding ist halt, ich habe gab's auch mal einen veganen Burger wenigstens? Natürlich. Oder nur mal Pommes oder das so? Das Ding ist, McDonald's hat ja Beyond Meat, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber Beyond Meat ist schon ein sehr gutes Alternativfleisch, sag ich mal. Oder? Ja, kenne ich, weil Unge da rein investiert hat. Ja, klar, ich auch. Da habe ich aber zu früh rausgezogen. Aber musste ich, also als ich ausgewandert bin, musste ich ja, durfte ich keine deutschen Aktien mehr haben quasi. Also durfte ich Trade Republic nicht mehr nutzen, weil es ja in Deutschland ist. Ja. Da musste ich alles rausverkaufen, das war hart. Aber ja, ich habe mich wirklich nicht verarscht, Tim. Ich meine es wirklich ernst. Ich habe wirklich eine Goldcard gehabt. Aber nur einen Monat dann halt, ne? Genau. Und ich muss auch sagen, ich sag's ja im Podcast, aber wir sind gerade mit McDonald's in Kontakt auf jeden Fall. Das vielleicht noch mehr passiert. Ja, ich hätte auch gerne Goldcard McDonald's. Also, wenn ihr schon dabei seid, das macht euch ja wirklich nicht arm, Digga. Ihr macht doch genug Umsatz. Und ich habe einen Sohn, nicht vergessen, ne? Euer zukünftiger Kunde irgendwann mal. Hey, wir waren auch schon mal bei McDonald's, so ist nicht. Ja, dann eine Sache, die du natürlich noch im Kopf hattest, hast mich auch vorher schon drauf angesprochen, der Beef mit Franklin auf jeden Fall. Da gab es ja zwei Sachen, also zweimal eigentlich halt das Gleiche. Also erinnerst du dich sogar noch dran? Ne, ich habe einen Cake News drüber ich berichtet, weiß, das habe ich mir vorher nochmal angeguckt. Achso, ich dachte, als ich damals gesehen habe, dass du berichtet hast, darüber dachte ich mir, ach der Wichser. Obwohl, ich gucke mir gerne deine Videos an, ne? Aber natürlich will ich anlügen, wenn man ein Video über sich sieht, denkt man sich schon scheiße. Auch wenn man weiß, man hat einen Fehler gemacht. Du sagst ja eigentlich quasi nur was raus. Ihr hattet ja sogar zweimal quasi den gleichen Beef, oder nicht? Weil, also in den Cake News sage ich, dass beim ersten Mal war, dass du ihn irgendwie angeschrieben hast und du mochtest ihn nicht. Dann wart ihr irgendwie Freunde und dann gab es den gleichen Beef nochmal, weil du irgendwie meinst, dass er deine Videos nachmachen würde oder klauen würde, zumindest mit Jokes am Anfang und so. Ich erkläre es einfach ganz schnell. Ich habe da nicht gedacht, dass du jetzt nochmal das vorher ansprichst. Also damals. Wir brauchen ein bisschen Zeit auch auf der Kamera, damit wir mehr Werbung schalten können. Ja, das ist schlau. Kannst du jetzt einen einfügen? Machst du es noch manuell wahrscheinlich? Natürlich, alle 3 Minuten oder so, ist mir auch egal. Ja, finde ich gut. Das Ding ist damals, ich weiß nicht, bei dir war, ich glaube, bei dir war es mir egal, weil du hast Meinungsblock gemacht. Obwohl, juckt dich das eigentlich heute, dass auch andere quasi dieselben Themen wie du machen oder ist das völlig Latte? Nö, das ist egal. Also man versucht ja trotzdem, sich noch von anderen abzuheben, ne? Aber wenn du siehst, okay, der und der hat quasi eins und dasselbe Thema, bist du dann, sagen wir, jemand macht vor dir einen Meinungsblock, ne? Jetzt ja. Kaiser oder Alba Camp, wie auch immer, bist du dann schon angekündigt, denkst du, ah, fuck, die klickst du oder denkst du, ach, scheiß drauf? Nö, also es macht irgendwie auch keinen Unterschied, weil also ich habe ja so generell noch die größte Reichweite auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns hat halt noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also Alpha Kevin ist so der Langweilige, den du wegwerfen kannst. Ich mache halt relativ viele Jokes. Kaiser ist ja auch schon auf jeden Fall unterhaltsamer. Ich habe Alpha Kevin kennengelernt. Ich muss sagen, er war ganz nett. Ja, safe. War das ja super korrekt. Und deswegen hat jeder so sein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn mehrere Leute darüber berichten. Und es hat ja auch nicht jeder genau die gleiche Community. Das merkt man schon. Also deswegen ist mir das ziemlich egal. Ich dachte, ihr reicht euch quasi Abonnenten rum, so, weil es ja irgendwo... Ja, denkt man, weil es der gleiche Content ist. Mhm. Aber dadurch, dass jeder halt noch so alleinstehend ist und so die Videos trotzdem komplett anders macht, merke ich da keinen Unterschied, wenn Leute vorher drüber berichten. Okay. Ja gut, jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt, aber zur Franken-Sache. Da kommst du nicht weg, Digga. Die Frage steht hier also. Ja. Nein, also das Ding ist halt, damals war ich sehr in meinem Film, deswegen habe ich dich gerade gefragt, dass ich mir damals dachte, okay, ey, ich muss eigene Videoideen machen, alles muss von mir sein, ich darf nichts mich inspirieren, nichts darf geklaut sein. Und dann kam ja quasi jemand vorbei, der irgendwo ein bisschen denselben Content, wie du gemacht hast, so, also Franklin in dem Sinne. Und der macht ja auch so Food-Challenges quasi, ne? Und dann habe ich irgendwie angegriffen gefühlt, dachte mir, der Wichser so quasi so ein bisschen. Habe ihn auf Instagram irgendwie so blockiert, natürlich alles super kindisch, ne? So ehrlich kann man sein. Dann haben wir uns aber irgendwie angenähert, weil ich dann dachte, ey Quatsch, so, warum mache ich das denn? Ist ja eigentlich albern. Dann haben wir uns sogar in echt getroffen, uns sehr gut verstanden, waren auf Madeira zusammen. Und auf Madeira hatten wir halt ein Gespräch, wo er gesagt hat, hey, bei mir läuft es nicht so gut, kannst du mir ein paar Tipps geben? Und habe ich ihm quasi Tipps gegeben und er hat die umgesetzt. Aber es war dann irgendwo meinem Empfinden nach, dass er quasi eigentlich 21 Videos wie ich gemacht hat und dieselben Thumbnails und dieselben Jokes so ein bisschen in die Richtung gemacht hat. Und da mein Freund ist, kam ich mir dann irgendwie so ein bisschen hintergangen vor, weißt du, was ich meine? Weil er irgendwo denselben Content wie ich machst. Aber im Nachhinein gesehen ist ja Quatsch. Also kann ich auch wirklich offen ehrlich einfach sagen, ist ja Quatsch, weil mach doch, was du willst. Am Ende des Tages ist ja dein Ding und am Ende des Tages hier nur die Zuschauer uns unterhalten. Aber ich habe mich da sehr reingesteigert und ich kann ja offen ehrlich sagen, das weiß man ja auch, da habe ich noch teilweise in WhatsApp-Nachrichten geschrieben, so ja, hier, fick dich und bla bla. Und dann wieder blockiert wie so ein kleines Kind.
heutzutage sehe ich das so, wir haben jetzt nicht mehr so viel von Kontakt und es ist auch eigentlich alles, also es ist wirklich geklärt, nachdem wir Beef hatten, nachdem wir da berichtet hatten, ne, was ihr leider nicht berichtet habt, was auch okay ist, ich kann es nicht verstehen, ich bin ja sogar extra nach München angefahren, um ihn face to face zu sehen. Gar nicht. Ich bin direkt nach München gefahren, also direkt übertrieben. Vielleicht ihn auf die Schnauze hauen? Na, oder? Er würde mich tothauen, der ist so muskulös, der will mich umbringen. Also, aber ich bin direkt nach München gefahren, face to face, habe direkt mit ihm das geklärt, habe direkt gesagt, ey, es tut mir leid, ich war sehr scheiße zu dir, er hat seine Sicht erklärt, ich meine, wir haben es geklärt dann. Ja, und dann war es das quasi. Ja gut, das wusste man aber gar nicht, oder? Also doch, das kam ja auf YouTube online, aber das kann ich verstehen, weil... Das war danach wahrscheinlich, genau. Ne? Ja, das ist halt dann... Ich weiß, aber es stimmt, aber ich sag dir, ich kann das als Meinungsblogger völlig verstehen. Natürlich nimmst du nur die heißen Themen, die gerade heiß sind, so. Aber das Blöde ist dann dieser Nachgang, den man nie mitbekommt, aber das nehme ich natürlich nicht übel. Aber am Ende des Tages haben wir es geklärt. Ich finde es ja krass, dass heutzutage Leute mir immer das noch so ein bisschen hinterherjagen, weil es über 3 Jahre her ist. Ich meine, ich habe mich auch menschlich weiterentwickelt. Ja, Bruder, ich glaube, mein altes MPD-Video von vor 10 Jahren wird mir noch heute vorgeworfen. Also von daher mach dich noch mal ein paar Jahre gefasst, das Ding kriegst du nicht mehr raus, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich kann dir sagen, ich habe Kommentare noch bekommen, teilweise wie auf dem Goldcard-Video, wo mir McDonald's die Goldcard gegeben hat. Da haben einige kommentiert, Franklin hätte es mehr verdient. Und am Ende des Tages, was ich aber wirklich auch ehrlich sagen kann, er macht ja gute Videos, er macht ja keinen Scheiß oder so. Und ich war da wirklich kindisch, ich war da scheiße, ich habe probiert, daraus zu lernen, habe mich entschuldigt. Und heutzutage ist eigentlich alles cool. Aber ich will auch nicht lügen, wir haben jetzt auch gar nicht viel Kontakt. Würdest du sagen, also ist es schon so schade, dass dann so eine Freundschaft zerbrochen ist im Nachhinein? Oder denkst du dir so, ach naja, gut, das Leben ist halt, also ist halt so einfach so gelaufen, ist egal. Boah. Weil ihr habt ja auch Videos zusammen gemacht ja, und so. Ne? Also das hat ja dann schon gut synergiert irgendwie, wenn ihr auch zusammen auf Madeira wart und so. Fällt ja dann trotzdem irgendwie halt jemand weg, ne? Ja, safe. Boah, schwierige Frage. Irgendwo denke ich mir schon, aber irgendwie ist mir auch gefallen, auch wo, während wir Kontakt haben, dass wir schon ein bisschen unterschiedlicher sind. Also dass er manchmal ein bisschen, also er hat einfach seine Charaktereigenschaften, die, so ist er halt einfach quasi. Und ich glaube, es hat immer vielleicht ein bisschen sich gerieben, sage ich mal. Von daher ist es jetzt kein Weltuntergang. Ja. Aber ich glaube sogar, wenn wir ein Comeback-Video machen würden, so einmalig noch, das würde krass gut ziehen. Ja, safe. ja, ich würde sagen, dass ihr das auf jeden Fall im Ring klärt. Also wäre jetzt so mein Ding. Lustigerweise hat er mir erzählt, so. Er hat noch einen Boxkampf. Ja, stimmt. Und er hat mir erzählt, dass er überlegt hat, mich anzufragen. Aber würde ich nie machen. Franklin ist auf gar keinen Fall. Also wir könnten einen Fight machen, aber faken einfach. Nein. Ich gehe einfach erster Schlag K.O. Du schlägst mich gar nicht, doch nicht einfach K.O. Aber du hast auch eine Anfrage bekommen. Ja, ich weiß. Ja, klar, schon mehrere. Also hast du überlegt mal, so war der Gedanke? Nee, ich weiß. Ich feier Gewalt generell nicht. Also Boxen ist natürlich mehr Sport, aber es ist halt trotzdem einfach sich auf die Fresse. Ja, auch klar. Und ich würde untergehen. Safe. Das, ja, ich auch. Safe auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass ich nicht motiviert genug wäre, um zu trainieren. Also ich würde zweimal hingehen, hätte dann keinen Bock mehr, würde mich K.O. schlagen lassen. Ja, ja. Und ich kann auch nicht gewinnen, wenn ich gewinne. Aber wo würdest du schwach werden? Welcher Gage? Boah, so gute Frage. Auf jeden Fall 6-stellig. Also schon, okay, krass. Schon mehr auf jeden Fall, ja. Okay, weil mir wurde erzählt, was die gekriegt haben bei der Fight Night so ein bisschen. Ja, also mir wurde, ich sollte gegen Tim von Gewitter im Kopf, der ohne Tourette kämpfen, für irgendwie 30.000 oder so. Also über random hierbei, das wäre doch viel lustiger, irgendwie gegen Cymex oder gegen... Gegen ABK habe ich überlegt, das habe ich bei Cymex angefragt. Echt funny. Wäre mega lustig, ja. Ja, das wäre funny. Würde das natürlich komplett faken von vorne bis hinten, aber es wäre auf jeden Fall trotzdem lustig. Ja. Ja, in dem Video mit Franklin, so das letzte Ding, ich habe mir das Cake News Ding angeguckt. Mhm. Du meinst irgendwie, dass deine Freunde dich auch so darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie irgendwie diese Videos von dir nachher War das so, dass du da schon so, also sag ich mal, so falsche Freunde hattest, die so Beef dann geschürt haben oder wie ist das dann? Nee, passiert? Das war über random und zwar, nicht falsche Freunde, aber weißt du, das war über random. Ich muss vorstellen, ich hatte Fahrstunden und mein Fahrlehrer hat zufällig dann Franklin gefunden, während er gescrollt hat. Mein Fahrlehrer hat auch viel gescrollt, muss ich dazu sagen. Und meinte dann so, hey, der macht ja ähnliche Videos wie du, so mäßig. Mhm. Und hat mich dann irgendwie voll gepusht. So. Und das war, du musst dir vorstellen, ich war ja schon so in einem komischen Mindset, dass ich quasi, alle klauen oder blablabla. Und dann kriegst du noch Unterstützung mit einer schlechten Meinung quasi. Ja. Da wäre lieber besser gewesen, dass jemand sagt, ey, pass auf, du machst da gerade Scheiße. Also deswegen, ich habe mich da schon sehr reingesteigert. Ich bereue es auch, weil das hätte man auch einfach normal erklären können. Ohne so kindischen Scheiß. Ja, heute bist du aber erwachsen, würdest du sagen. Das ist schade, weil ich brauche immer News für Cake News. Also wäre schon super, wenn du. Nee, weil das ist schade. Finde, vielleicht so Unge. Ja, mal ein bisschen. Ja, das ist schade an euch, Meinungsblogger. Finde, warum gibt eigentlich niemand Props und sagt nicht mal, ey, der macht geile Videos. Immer nur so, ja, der ist ein klar, Papa Platte habe ich ein neutrales Video gemacht. Ja, habe ich gesehen. Ja. Aber irgendwie hast du aber auch genutzt, weil es gerade im Moment gepasst hat. So. Ist ja auch klar. Ja, klar. Ja. Aber so das ist natürlich noch eine andere Ausnahme. Ja, aber Digga, positive Sachen sind halt auch langweilig einfach. Ne? Das passt ja, halt muss halt sagen, negatives Verkauf News. Ja, Cake News packe ich ja schon noch positive Sachen rein. Das stimmt. Ja, habe ich da nicht gesehen. Das wusste ich auch nicht. Hattest du schon krass, also außer jetzt vielleicht so der Franklin-Beef, krass negative Kontakte mit YouTubern oder ist eigentlich bisher alles positiv gelaufen? Oder hast du überhaupt viele Kontakte zu anderen? Also ich habe lange Zeit verschlossen. Ich weiß nicht, bei dir ist. Ich glaube, du hast auch damit. Also klar, das Problem bei dir ist wahrscheinlich, dass viele Leute sich bei dir so anschleichen, damit du keinen Meinungsblock gegen die machst wahrscheinlich. Ja, ja, ist früher schon öfter passiert. Nee, ich habe... Gerade Monte. Das war hart. Da habe ich die Zeit mitverfolgt. Aber ich muss sagen, du musstest das Video machen. Das war so, du standest zwischen den Stühlen. Ja, damals. Aber man hätte halt wenigstens mit ihm reden können. Ne? Aber Monte ist besser. Kauf Gönnergy. Dann machst du eine Woche nur Gönnergy trinken. Nee, mach ich nicht. Ich muss sagen, Gönnergy muss ich aber sagen, finde ich echt, also gut. Also 9 Sorten finde ich so richtig gut. Ja, generell auch super geiler Typ, auch mega. So generell. Auch nie. Ja, aber zu Monte muss ich sagen, ich habe Monte jetzt schon dreimal gesehen, aber leider, ich weiß nicht, bei dir war, aber leider habe ich nie die richtig krasse Connection geschlossen.
Er ist ein bisschen verschlossen auf jeden Fall. Ja, ich habe nicht so viel mit ihm zu tun. Man schreibt irgendwie hin und wieder mal ein bisschen. Ne? Ich hoffe einfach auf Reactions, um Geld zu machen. Ja, okay, gut. Ja, eine Reaction von ihm hat auch mal gut bei mir gezogen. Hat mich auch gefreut. Aber nee, ich muss sagen, ich habe ich will jetzt keinen Namen nennen, aber du kennst das. Schon ein paar YouTuber sind auf jeden Fall, sage ich mal, man nicht so geile Erfahrungen gemacht. Viel Business teilweise. Also dieses, ja, hallo, was bringst du mir? Ah, okay, geil und fertig. Aber es war nicht so, ey, du bist ein geiler Mensch. Warst du großartig mal auf YouTube-Events oder sowas eingeladen? Ja, letzte Zeit war ich viel. Ich war ja auf so einem Basketball-Event, war ich ja. Doch, ich wollte mitspielen, das war schön. Jetzt war ich auf ein paar Platte-Event und als kleiner Zuschauer so mäßig. Ich gehe schon mittlerweile mehr auf Events. Mehr connecten halt einfach. Ja, na, ist egal. Dann komme ich da mit, damit ich deine Plus 1 ab jetzt immer. Ja, gerne, ich ziehe mir auch ein Kleid an, das ist gar kein Problem. Ja, dann hattest du ja mir auf jeden Fall geschrieben, dass du eine Weltreise geplant und dann abgebrochen hattest. Ja, das war scheiße. Das war richtig kacke. Hast wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen, was ich auch ist. Aber das war richtig kacke, weil ich nach dem Madeira-Ding, das war genau nach Madeira-Ding, und du musst dir vorstellen, ich hatte Madeira. Und mein Plan in meinem Kopf war, ich bin auf Madeira, zahle kaum Steuern, jetzt mache ich eine Weltreise und zahle ja durchgehend keine Steuern. Weil wäre ich ja in Deutschland, muss ich ja trotzdem weiter Steuern zahlen, während ich eine Weltreise mache. Und die Idee war gut. Madeira ist ja mal völlig in die Brüche gegangen. Und dann dachte ich mir, okay, Madeira ist jetzt vorbei, scheiße, was mache ich jetzt? Ich brauche das nächste krasse Ding. Habe ich gesagt, ich war in diesem Mindset, okay, ich muss jetzt krassen Scheiß machen, so mäßig. Und dachte ich, wie geil wäre, als Food-YouTuber eine Weltreise zu machen. Und dann bin ich nach Amerika geflogen, habe es einfach durchgezogen, nach Los Angeles. Und bin da durch Amerika getourt 3 Monate und das war super dumm, weil es ja eine Weltreise und keine Amerikareise gewesen. Und da habe ich Leuten durchgehend Amerika-Content geliefert und die Klicks sind gesunken und gesunken und gesunken. Und der Kanal ging schon halb kaputt, also war die Hälfte an Klicks, Hälfte an Geld und alles Mögliche. Und dann habe ich die Weltreise abgebrochen, weil es halt einfach mir psychisch nicht gut ging, weil ich halt sehr klicksfokussiert war und die Videos halt auch scheiße ankamen, so ehrlich muss man auch sein. War die einfach langweilig oder? Nee, das Problem ist ja, meine Videos sind quasi auf Ivanyo ja so eine Food-Challenge. Also weißt du, ich mache jetzt... Beispiel, ich mache jetzt 24 Stunden lang Starbucks trinken als Beispiel jetzt so. Aber da habe ich dann plötzlich angefangen, Food-Tests zu machen. Also sprich, dann habe ich den Laden getestet. Und sei mal ehrlich, ich glaube, viele Zuschauer verbinden in Deutschland, wenn du Essen in Deutschland testest, ist es ja auch erreichbar. Aber wenn du durchgehend aus Amerika Content bringst, ist das für 1-2 Videos vielleicht gut, aber nach dem 3., 4. Video denkst du dir auch, ja komm. War wahrscheinlich irgendwann noch relativ gleich, oder? Also irgendwo schon, weil Amerika lebt ja vom Fastfood, muss man einfach so sagen. Ja. Und deswegen. Das war sehr schade, weil ich erzähle das gerade so locker, aber es war natürlich schon hart, Digga. Weil stell dir mal vor, du hast einen Kanal und ich glaube, du weißt, wie das war. Du hast ja auch den ganzen Motivationsding durch und die Hälfte ist weg. Und es geht ja nicht immer ums Geld, aber es geht darum, du hast halt Fixkosten, die du tragen musst. Und dann bist du in fucking Amerika, irgendwo in Boston im Hotelzimmer. Was heißt bei dir die Hälfte an Klicks, die vielleicht zuvorher? Ich hatte immer so 200.000 bis 300.000 und dann hatte ich plötzlich unter 100.000. Und bei einem Video die Woche ist das halt irgendwo, wo du dir Sorgen machst um deinen Ja, kenne ich. War bei mir nach dem Skandal irgendwann auch so. Die schlechtesten Videos haben echt auch nur 80.000, 90.000 oder so gehabt. Ja, aber da kannst du wieder stolz auf dich sein, weil du es durchgezogen hast. Das war geil. Ja, safe. Ja, gut, bei dir läuft ja auch aber wieder besser, habe ich gesehen, auf jeden Fall. Die meisten Videos auf jeden Fall. Nee, ich muss sagen, ich gucke nur einmal im Monat, wenn ich ganz ehrlich zu dir bin. Weil ich gucke noch einmal im Monat auf die Klicks. Einmal uns gucken, wie es läuft, weil dieses Klick-Ding 1 von 10, 7 von 10, wie die YouTube-Videos eingerankt werden, macht einen mich persönlich psychisch fertig. Ja. Mittlerweile kann ich besser mit umgehen, aber ich probiere nicht mehr so richtig drauf zu gucken. Ja, gut, bei mir ist halt gut gerade, also ich freue mich, wenn die Videos so 200.000 haben und selbst wenn es Platz 10 von 10 ist, erreichen die eigentlich auch über Tage. Das ist krass, oder nicht? Ja, ist irgendwie, bei meines Blogs bei mir ist es irgendwie komisch, weil ich kriege gar nicht so viel in der ersten Stunde, aber es ist so, es steigt einfach weiter. Bei manchen YouTubern ist es ja so, du hast in den ersten 5 Stunden geht es so richtig hoch und dann stagniert es halt und bei mir geht es immer langsam einfach weiter hoch irgendwie. Ja, ist bei dir auch so, aber dass andere Videos von früher krass noch nachziehen oder eher nicht so? Weil Meinungsboxen sind immer sehr jetzt bezogen. Ja, wenig auf jeden Fall. Ne? Unsere Blazin' Daniel Reaction auf dem Uncut-Kanal macht monatlich irgendwie noch 500 Euro oder so. Das ist halt krass einfach. Das ist krass. Ne? Aber sonst halt tatsächlich wenig, weil wie du sagst, ne, es ist halt einmal dieses aktuelle Thema und danach ist halt weg. Also, das ist gut bei mir zum Beispiel, eine Woche Dinger, ne, 10 Jahre übel nach. Zum Beispiel eine Woche Pommes hat 2 Millionen Klicks, so, Digga, what the fuck. Oder ich hab wirklich, glaube ich, irgendwie 15 Videos mit 1 Million Klicks. Also, das habe ich gar nicht gemerkt quasi teilweise, weil es im Hintergrund immer weiterläuft. Ja. Und das ist schon schön. Hast du irgendeinen Plan B? Willst du YouTube jetzt einfach so weitermachen? Ich habe auch als Frage bekommen, ob du mal ein eigenes Restaurant oder sowas aufmachen willst. Also, ich weiß nicht, mitbekommen hast. Jetzt hat Ugo-san, das ist auch ein Food-YouTuber von John Broke, der Kollege, der eine Glatze, ich weiß nicht, wie jemand es dir gesagt hat. Okay, Glatze war eine scheiß Beschreibung gerade auch. Aber der ist halt ein super sympathischer Typ. Der hat einen Dönerladen jetzt sogar aufgemacht. Und noch einer hat sogar so einen Burgerladen aufgemacht. Also, viele machen es gerade. Nee, möchte ich aber nicht unbedingt. Ich möchte derzeit eine Soße rausbringen. Wir sind auch richtig gut dabei. Und damit würde ich gerne mehr aufbauen. Hab ich schon gehört. Schickst mir zu. Vegan genau. Sogar hast du gesagt, ne? Ja, die ist alles vegan, alles vegan. Geil. Nein, ist geil, aber. Ja. Also, ja, das, ich weiß, vegan denkt man mal scheiße, aber nein, die ist geil, vegan. Vegan kann super sein. Ja, aber also wirklich. Wir haben es vegan gemacht, damit auch wirklich jeder es benutzen kann, quasi, damit niemand sich einschränken muss. Ist sogar halal. Also, das alle ist was, dabei. Das möchte ich mir aufbauen, sage ich mal. Aber das kann ich ja unter uns sagen. Ich möchte schon YouTube weitermachen. Ich habe damals zumindest unfassbar krass gut investiert, da war ich auch sehr stolz auf mich in Krypto und alles Mögliche. Hab dann übelst kranken Panikverkauf gemacht, das war richtig behindert. Weil ich kann dir gestehen, ich habe Ethereum bei 200 Euro eingekauft teilweise. Das war völlig gestört. Das war so gut von mir, ich war so stolz auf mich. Aber dann habe ich einen Panikkauf gemacht, aber mittlerweile, sagen wir so, ich habe ganz gut mein Krypto was reingehauen. Sodass das mein Notfallplan im schlimmsten Fall ist. Kann ich das haben? Ja, aber du hast auch genug wahrscheinlich. Nee, ich bin da irgendwie nicht so krass drin. Ja, aber sagen wir so, die 4 Videos die Woche machen schon gut Geld, glaube ich. Ja, safe, aber ich glaube im Monat habe ich auch noch so 4,6 Millionen Aufrufe oder so. Ja, das ist schon hardcore gut. Ja, also gut. Ich finde Placements sind halt wichtig, ne? Da kriege ich halt relativ wenig von. Das ist halt das Ding. Ich glaube, ich weiß sogar, welches Management du bist. Ja?
Die haben mich, glaube ich, auch mal angefragt, sage ich mal. Also kann auch, ich bin der Mensch, ich wechsle mal hier, ich bin mal da, kriege ich einen Place und mal da, Digga. Ich bin überall ein bisschen angemeldet, Digga, so auf Undercover-Hase. Was machen andere YouTuber, ja, dass du halt nie ein festes Placement hast. Also nie ein festes Management, meine ich. Ja, ja, ich bin mal überall, Digga. Ich muss sagen, so festes Placement, festes Management ist gerade ganz geil, weil dann hast du auch jemanden, der, mit dem du regelmäßig schreibst, du tauschst dich aus. Ja, ja, okay. Macht halt, weiß ich, also ich kriege dafür noch zu schwer Placement einfach, ne? Okay. Deswegen bin ich einfach bei jedem, weil dann hat man von überall mal eine Anfrage, ne? Jetzt hatte ich ja Opera. Davor irgendwie Emma Matratzen und so. Oh, Emma will ich aber auch haben, aber die, das ist hart, die ist schwer. Ja, die meinten, das Placement lief nicht gut, ihr müsst da unbedingt mal einkaufen. Alter. Das finde ich aber manchmal auch gemein von den Product Placement-Leuten quasi. Klar, die wollen Geld verdienen, die geben auch Geld für dich aus, aber manchmal erwarten die auch, dass dann Milliarden Käufe sind. Ja, Quatsch, ja, so. Ja, safe. Es geht ja mehr um das Gesehen und Gesehen werden. Ja, einfach, dass die Brand auch einfach im Kopf ist bei genau. den Leuten. Genau. Halt, ne? Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich kriege auch so Feedback manchmal so, ja, nicht genug Verkäufe. Ja, Digga, was soll ich denn machen jetzt so? Ja, vor allem das Ding ist auch, weiß ich, bei meinem Blog auch Matratzen und so. Als ob sich irgendjemand denkt, irgendwie oh, Kuchen-Informatik gerade ApoRed fertig. Boah, ich glaube, ich kaufe mir mal ein Kissen und eine Matratze, Alter. Lustigerweise, du hast ja auch ApoRed in echt getroffen, ne? Ja. Und? Ja, sehr komischer Typ auf jeden Fall. Ne? Schon, ja, schon sehr so ignorant. So, jetzt halt, schon, war das 21? Ja, das war. Ich glaube, gute Frage. Gerade wo die Carina-Sache hochkam. Ja, 21 und so. Ungefähr. Weil ich habe mich mit ihm 2020 getroffen, zu einem lustigerweise Burger-Wettessen. Wer hat gewonnen? Ich habe gewonnen, natürlich. Na klar, natürlich. Aber da muss man sagen, da hat man auch über seine narzisstischen Züge gemerkt. Weil er hat verloren, ganz klar, was auch nicht schlimm ist. Aber er hat dann irgendwie im Video gesagt, ja, ich habe ihn nicht ernst genommen. Also, ja, ja. Das Ding ist, er ist ein super korrekter Typ in echt, finde ich, weil jeder ist korrekt, Mann. So, ja, aber, er hat uns auch eingeladen zum Essen und so. Ja, aber ich finde schade, dass er im Nachhinein, dass er extrem viel gelogen hat, weil er mir in Real-Life-Sachen erzählt, wie, ja, das Finanzamt hat noch Schulden bei mir und so Quatsch. Und das ist ja Quatsch, dass du hast beim Finanzamt Schulden, was auch okay ist. So, ja, kann man aber ehrlich sein wenigstens. Ja, aber ich glaube, das ist ein ewiges Thema. So. Ja. Was so noch meine Frage wäre, du willst ja noch den Food-Content ja weitermachen. Ne? Hast du da manchmal so Probleme, dass dir so keine Themen einfallen? Weil du hast ja schon gesagt, auf Madeira, irgendwann hast du halt die Restaurants einfach durch. Ja, safe, aber das Ding ist halt, irgendwie muss ich sagen, ich sag ja, ich kann wirklich nicht viel. Das muss ich einfach so gestehen, Handwerk mir nicht schlecht, Schule war ich nicht gut und alles Mögliche. Aber ich glaube, ich bin schon unterhaltsam und ich glaube, ich bin sehr kreativ. Also mir fällt echt, ich habe wirklich eine Ideengruppe mit mir selber, der ist Evanius Leben. Und da schreibe ich mir wirklich, das sind 17 Ideen jeden Tag. Ich habe wirklich, wirklich unendliche Ideen quasi. Also ich glaube, da dauert es noch ein bisschen. Oder, investierst du da aber auch dann viel Geld in deine Videos? Ja, weil zum Beispiel mit der Bahn ist ja auch dann irgendwie, ne, du musst das Ticket holen. Dann. Ja. Also doch, also kommt das Video an. Ja. Klar, ein Video kostet mal 200, 300, aber so, sagen wir so im Schnitt 400 Euro ungefähr. Wie lange brauchst du denn immer so für so einen Dreh? Also kommt nicht auf die Idee an, klar, aber jetzt so im Durchschnitt. Boah, ja, sagen wir 24-Stunden-Video, dann ziehe ich das auch wirklich 24 Stunden durch quasi. Klar, ich drehe die 24 Stunden, aber du weißt, was ich meine. Das geht ja dann schon seine guten Stunden. Also fakest das nicht mehr? Nein, das ist okay, das Ding, was, glaube ich, auch den Videos so gut tut. Warum noch so? Also ich habe schon Videos auch zugegeben, wenn ich es geschafft habe. Zum Beispiel eine Woche Burger King, hatte ich nach dem sechsten Tag unendlich Bauchschmerzen. Also mir ging es wirklich richtig. Boah, mir ging es furchtbar so. Und habe ich abgebrochen auch. Ja. Weil ich denke mir, lieber bin ich dann ehrlich, breche ab, anstatt irgendwas. Warum denn? Also, was bringt denn der Clou dann am Ende des Tages so? Mal 24 Stunden nichts essen? Habe ich auch schon gemacht. Ach so. Ich faste auch jetzt bald. 48 mit. Stunden nichts essen? Ja, weiß ich nicht, das ist zu krass dann. Ich glaube, 48 Stunden geht, oder? Das sagst du so leicht. Die Kopfschmerzen hämmern ja extrem. Ja, mein Gott, dann machst du halt ein Video, wie du rumliegst, doch geil. Ja, nee. Das könnte man auch als Livestream machen. Jetzt Livestream wäre geil. Das bereue ich sogar manchmal, wenn, sag ich dir ehrlich. Ich weiß, du ziehst das ganz geil durch bei dir, aber manchmal denke ich mir so, ey, vielleicht doch Livestreamer werden sollen. Weil du hast mal auch auf mich reagiert, das weiß ich, ein, ja, zwei klar. Mal oder so, aber du livestreamst gar nicht aktiv. Nee, ne? Gar nicht mehr, weil ich habe auch gemerkt, das Live-Ding ist nicht so mein Ding. Ich weiß, du magst die Konfrontation, ja, so. Du bist ja auch auf Twitter oder X oder wie auch immer, aber ich muss sagen, ich mag das nicht, aber dieses Live-Ding, es macht Spaß, so, aber erstmal die Konkurrenz ist geisteskrank mittlerweile, ja. Und zweitens, du musst da sein, du kannst nicht mal wie auf YouTube mal so, ne, ein Video und dann mal tschüss, oder du musst ja wirklich live ja, sein. Ja, immer Zeit. Auch am besten sehr lange, zu guten Zeiten und so, das, ja, kann genau. Schon sehr anstrengend sein. Du kannst ja auch nicht vorproduzieren, ne? Du musst auch genau. Dann. Und ich glaube, bei dir spielst du ja richtig die Karten mit den Reactions und dann gute Warncard und alles mögliche. Guck mir so ganz gerne, lass dich auch gerade beim Zocken gerne mal durchlaufen. Ich finde deine Meinung immer sehr interessant. Hoffentlich ohne Adblocker. Ja, natürlich. Ich finde, auf YouTube mache ich wirklich aus, weil ich finde es, ich bin ja selber. Ich habe einfach YouTube Premium. Ja, kann man auch machen. Ja. Bin ich zu geizig noch für. Obwohl es eigentlich Quatsch ist. Eigentlich Spotify Quatsch. Eigentlich ist Premium. Vor allem, du lebst von YouTube. Dann kommt auch YouTube dieses Premium-Ding, Digga. Ja. 12 Euro da, meine Güte. Ja, das ist noch ein Sprung, den ich wagen muss. Ja. Super. Weiß nicht. Tatsächlich bin ich am Ende, außer du hast noch irgendwas, was du so unbedingt loswerden willst oder ja, so. Ja, doch, ich muss sagen, war echt cool. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so gut verstehen. Also, ja, ne, besser als mit Alicia Joe, tut mir leid. Ey, naja. Ich war nicht gut. Gut, du wirst jetzt natürlich von Twitter gehatet, ich hoffe, das ist dir klar. Du bist halt jetzt ein reaktionärer Essens-YouTuber, tut mir leid. Naja, eigentlich, auf Vanyu sage ich gerne, ich bin Food-Challenge-YouTuber. Aber ich werde sie albern an, aber ich mache dir Challenges. Aber auf Fetzer probiert man anderen Kanal, mache ich Essenstest. Ja, vielleicht koche ich ja mal für dich, dann kannst du das essen. Oh, das wäre schrecklich. Obwohl, kochst du denn Spaghetti so? Mit, ja. Oh, gut? Tatsächlich, ja. Oder da keine Anforderungen? Doch, ich habe schon auch ein paar Kochkurse tatsächlich gemacht. Echt? Ja. Ich überlege auch, das einen zu machen. Und lohnt sich das? Ja, kommt ja auf die Person an, die das beibringt, ne? Ja, klar, aber ich meine, das ist ja schon nicht billig. Muss man echt sagen, ein Kochkurs ist schon so ein. Ja, aber was ist Geld, Digga? Wir sind Influencer. Ja, ich weiß nicht. Wie viel kostet eine Milch? Ein Liter Milch. Ein Euro.
Bin mir sicher sogar. Nee, 1,19, oder? Ich glaube mehr. Ich glaube mehr als 1 Euro. Nee, die Gut- und Günstigmilch kostet 1 Euro. Bin mir eigentlich sicher. Okay. Oder 1,19 mittlerweile. 1,19 wäre schon frech. Die kostet, wie viel kostet die Rolex Submariner? Keine Ahnung. Daytona 2020 Edition? Ich habe keine Rolex, weiß ich nicht. Okay. Ja, wollte gucken, wie sehr. Was war das Teuerste, was du dir jemals geholt hast, generell? Außerhalb auch von Essen, das Teuerste? Egal, ich bin richtig minimalistisch. Keine Ahnung. Eine neue Boxerschwanze? Ich weiß, ey, wirklich schwierig, ich weiß wirklich nicht. Ich habe mir jetzt WWE-Tickets geholt für 3.000 Euro. Das war teuer. 1,5 pro Person. Ist das in Deutschland? Ja, zum ersten Mal. Zum allerersten Mal geht es ein Premium-Live-Event. Ich gucke WWE seit 20 Jahren so. Und das ist zum ersten Mal in Deutschland im August. Das früher auch geguckt, aber dann bin ich irgendwie erwachsen geworden. Ja, ist mir egal. Ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Wir haben mit John Cena und so aufgewachsen, das war halt cool. Ja, ja, aber das haben wir gegönnt. Ja, schon, das ist das Teuerste wahrscheinlich. 1,5 okay. pro Person. Ja. Ja, dann weiß ich, sind wir am Ende. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Ja, war schön. Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwann vielleicht wieder, meine Freunde. Oder ich lade nie wieder Videos hoch, eins von beiden. Wir sehen uns. Bis dann. Okay, thanks, bye. Tschüss.